Hallo und herzlich willkommen zum Kanal Bibeltreuer Katholik und zum Kanal Tiefer Forschen. Wir haben uns heute hier zusammengefunden, um eine kleine Diskussion unter Freunden zu machen, und zwar das Thema christlicher Staat, libertär oder autoritär? Ganz genau. Also heute wird es nicht darum gehen, wie wirtschaftspolitisch ein Staat aussehen soll, um das mal ein bisschen einzugrenzen. Stattdessen werden wir heute darüber sprechen, bei den Fragen der Moral, wie viel christliche Gesetze sollte es geben, platt gesagt. Also zum Beispiel, wenn wir als Christen sagen, Sex gehört innerhalb der Ehe, sollte das auch staatliche Regulierungen geben oder auch Gesetze geben, die das fordern, und sollten Leute bestraft werden, die sich an die christliche Moral nicht halten, egal ob Christ oder nicht Christ. Also, das habe ich richtig wiedergegeben, ne? Das ist so ein bisschen das. Was genau, die Wirtschaftspolitik, nämlich angeht, was auch mit Libertarismus zu tun hat, das ist die Position, die ich dann vertrete, da ist es ja so, dass wir uns da relativ ähnlich sind. Wir denken beide, dass ein guter, freier Markt effizienter ist, mehr Wohlstand produziert. Da haben wir nicht so die krassen Unterschiede, aber wir haben gemerkt in Gesprächen miteinander, wir unterscheiden uns ein bisschen darüber, wie es sozialpolitisch sein sollte. Und da haben wir unterschiedliche Ansichten. Ich vertrete die Position, dass ein christlicher Staat nicht zu viele Gesetze über soziale Moral geben sollte, nicht zu viel dort vorgeben sollte, sondern dass die Leute dort das aus freien Stücken entscheiden sollte. Denn es wird gleich die Position vertreten, dass der Staat autoritärer sein sollte und auch bestimmte sozialpolitische Dinge durchsetzen wird. Ich bin auch gespannt, was er genau dann verteidigen wird. Ich weiß auch noch nicht genau, was er im Detail verteidigen wird. Ich fange an. Wir haben es uns so vorgestellt, dass jeder ein paar Minuten am Anfang seine Position ein bisschen verteidigt. Es wird trotzdem keine formale Debatte sein. Wir haben uns auch von der Vorbereitung her, das war alles überschaubar. Wir haben alles so ein bisschen so aus dem FF das gemacht. Ich habe ein bisschen was vorgelesen, Bibelstellen rausgesucht, ein paar Argumente zusammengestellt, aber auch nichts Übertriebenes. Und bei Dennis war es genauso. Das heißt, es ist keine formale Debatte, aber trotzdem dachten wir, es ist sinnvoller, wenn jeder seine Position erstmal ohne Unterbrechung darlegen kann, und dann gehen wir in ein offenes Gespräch im Anschluss. Wenn Dennis noch was sagen will, dann kann er das jetzt machen. Ansonsten würde ich mit meiner Position anfangen. Na, fangen wir erstmal an. Okay, super. Also wie gesagt, meine Position ist die, dass der Staat aus einer biblisch-christlichen Perspektive libertär sein sollte, oder zumindest ist das eine kompatible Position mit der Bibel. Das bedeutet, ich bin der Ansicht, dass der Staat zwar Gerechtigkeit durchsetzen soll, aber nicht Moral, die über Gerechtigkeit hinausgeht. Das bedeutet, wenn ich von Gerechtigkeit spreche, meine ich da, wo Unrecht passiert ist, wo eine Unbalance entstanden ist. Zum Beispiel, du hast jemandem was weggenommen, dann muss der Staat eingreifen und denjenigen bestrafen, der dem anderen, wo du gestohlen hast. Wenn jemand ermordet wurde, muss der Staat angreifen, weil wenn diese Gesetze fehlen, dann verfällt die Ordnung, in der man sich befindet, in Chaos. Und da, denke ich, gibt es auch guten biblischen Support für, dass das bestraft und geahndet werden muss. Allerdings denke ich, dass vieles, was darüber hinausgeht, in Frage zu stellen ist, ob das nicht einfach eine individuelle Entscheidung ist und ob es nicht sogar besser ist, dass es eine individuelle Entscheidung ist, die Leute treffen und nicht staatlich reglementiert werden sollte. Wie komme ich da drauf? Also ein erster Punkt ist der, dass die Bibel gerade im Neuen Testament sehr viel über Freiheit und Freiwilligkeit spricht. Also Freiwilligkeit und Freiheit wird als ein hoher Wert gesehen. Ich kann da ganz schnell mal ein paar Bibelstellen vorlesen. 1. Petrus zum Beispiel schreibt da sehr, sehr intensiv über die Freiheit und dass wir Freiheit berufen sind, aber wir sollen die Freiheit nicht für Böse gebrauchen. Wir können oder fürs Fleisch in dem Fall. In Galater finden wir auch, Galater 5 habe ich hier rausgesucht, da finden wir auch wieder dieses Muster wieder, du bist zur Freiheit berufen, aber du sollst diese Freiheit nicht benutzen für das Böse. Das heißt, es muss ja auch irgendwie die Möglichkeit da sein, dass man das Falsche tun kann, damit man sich freiwillig dafür entscheidet. Dann in Jakobus sehen wir auch wieder so eine Stelle, Jakobus 1, direkt am Anfang, da steht, ich lese mal direkt die Stelle vor, glückselig der Mann, der die Versuchung erduldet, denn nachdem er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens empfangen, welche er denen verheißen hat, die ihn lieben. Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht, denn Gott kann nicht versucht werden vom Bösen, und selbst versucht er niemanden. Ein jeder
aber wird versucht, wenn er von seiner eigenen Lust fortgezogen und geblockt wird, danach, wenn die Lust empfangen hat, gebiert sie die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Irrt euch nicht, meine Lieben, meine geliebten Brüder. Also auch hier haben wir so also ein Muster von, es gibt diese Versuchung und es ist völlig in Ordnung, dass die Versuchung da ist. Es ist sogar gut, dass die Versuchung da ist, weil dadurch passiert etwas ganz Wichtiges, nämlich wenn wir der Versuchung standhalten, dann werden wir charakterlich reifer, unser Herz verändert sich und deswegen ist es wichtig, nicht diese Versuchung einfach wegzunehmen durch Gesetze oder dass Leute nur noch aus Angst vor dem Gesetz diese Dinge nicht mehr tun, sondern dass sie es aus der Freiheit und aus der Liebe heraus diese Dinge, die böse sind, nicht mehr tun. Ein zweiter wichtiger Punkt, den ich anführen würde, ist, dass Heuchelei als ein sehr schlimmes Übel dargestellt wird. Auch nochmal besonders im Alten Testament, aber auch schon besonders im Neuen Testament, aber auch schon im Alten Testament. Also jeder kann, ich habe auch ein paar Stellen, hier kann ich sonst später nochmal drauf eingehen, jeder kann einfach mal eingeben, Jesus und Heuchelei oder so. Du wirst eine Reihe von Bibelstellen finden, wo Jesus sehr, sehr schlimm spricht über Leute, die heucheln. Vor allem sind das auf die Pharisäer, die sehr, sehr viele Gesetze hatten, an die sich die Juden halten sollten. Und er sagt, ihr seid Heuchler und ihr seid viel, viel schlimmer dran als all die anderen, weil ihr über diese Gesetze spricht, aber eigentlich, worum es drauf ankommt, das ist das, was in euch ist. Ich kann da mal ein paar Stellen einfach mal nennen. Nehmen wir mal zum Beispiel Lukas 12, Vers 1 spricht direkt darüber. Hütet euch vor den Pharisäern, steht dort, weil sie Heuchler sind. In Matthäus 23, 27 sagt er auch genau das Gleiche wieder. Ne? Wehet euch, ihr schriftgelehrten Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr gleich seid wie die übertünchten Gräber, welche auswendig hübsch scheinen, aber inwendig sind sie voller Totenbeine und alles Unflat. Das ist jetzt sehr alte Sprache, ist, glaube ich, die Elberfelder Übersetzung, die ich genommen habe. Also auch hier wieder, es ist schön und gut, wenn Leute irgendwas tun, aber wenn es nicht mit dem Herzen getan wird, dann ist es eigentlich sogar schlimmer noch, als wenn sie wenigstens integer sind. Und das heißt, das wird hier sehr, sehr negativ dargestellt. Und selbst in Hiob finden wir das schon, da steht, denn was ist die Hoffnung des Heuchlers, dass er so geizig ist und Gott doch seine Seele hinreißt. Also ein Heuchler ist sehr, sehr arm dran, steht sogar schon im Alten Testament. Wir können weitergehen, Matthäus 16, Matthäus 15, Matthäus 23, 1. Petrus 3, das lese ich vielleicht noch kurz vor. Euer Schmuck soll nicht äußerlich sein mit Haarflechten, goldenen Ketten oder prächtig Kleidern, sondern der verborgenen Menschen des Herzens unvergänglich mit sanften und stillem Geist. Das ist köstlich vor Gott. Also wenn wir ein sanftes Herz haben, wenn wir ein gutes Herz haben, das ist etwas, was Gott wert hat. Heuchelei, einfach nur das zu tun, weil man es aus Angst tut, vor Bestrafung, also das hat keinen Wert vor Gott. Wenn wir über 2. Korinther 9 lesen, da geht es um Geld geben. Auch da steht wieder, ein jeder soll das geben, was er sich vorgenommen hat in seinem Herzen. Also es geht nicht darum, dass du irgendwie gibst, weil du cool ankommen willst bei den anderen oder weil es Pflicht ist oder was auch immer, sondern du sollst geben, weil es aus deinem Herzen herauskommt. Matthäus 5 steht es auch nochmal. Oder in 1. Petrus 5 lese ich auch nochmal kurz vor. Weidet die Herde Christus, so euch befohlen ist, und seht wohl zu, nicht gezwungen, sondern willig, willentlich. Nicht um schändliches Gewinnswillen, sondern von Herzensgrund. Das ist jetzt wieder sehr altes Deutsch. Aber auch hier geht es darum, wir sollen die Herde weiden, nicht mit Zwang, sondern aus freien Stücken. Sie sollen uns freiwillig folgen. Nicht, weil wir irgendwie gut dastehen wollen, weil wir irgendwie uns an die Gesetze halten oder was auch immer, sondern weil das aus dem Herzen kommen soll. Das ist der nächste Punkt, ne, den ich angesprochen habe. Und Zwang ist in der Hinsicht ein schlechtes Mittel. Das ist jetzt eher ein philosophischer als ein biblischer Punkt, weil Zwang oft eben zu Heuchelei führt. Also in dem Moment, wo wir Leute zu Dingen zwingen, dann tun sie die Dinge, aber sie tun sie nicht mehr mit Herzen. Oft haben Leute sogar eine andere Reaktion dann und wollen es dann erst recht nicht mehr tun, aber machen es halt trotzdem und innerlich drin ist aber das Gegenteil eigentlich los. Das heißt, an der Stelle halte ich Zwang für ein schlechtes Mittel und wir können auch Leute nicht dazu zwingen, tugendhaft zu sein oder ein gutes Herz zu haben, was das eigentliche Ziel von all diesen Regeln ist. Also dieses Ziel, wenn wir uns daran erinnern, wie Jesus über den Sabbat gesprochen hat und sie dort die Beeren pflücken, ne, dann sagt er, der Sabbat ist für den Menschen da und nicht der Mensch für den Sabbat. Und diese ganzen Regeln, die über dieses Gerechtigkeitsprinzip hinausgehen, das ich eben angesprochen habe, die sind Dinge da, die das aus dem Herzen eigentlich herauskommen sollen. Die sollen eigentlich den Charakter Gottes widerspiegeln, den Charakter von Jesus. Und das sind eigentlich nur Anzeichen, woran man so ein bisschen erkennen kann, jemand hält sich dran. Aber wenn er das aus Zwang tut, dann tut er es jetzt aus den Zwängen heraus und nicht mehr, weil es aus dem Herzen herauskommt. Und dann werden diese ganzen Handlungen plötzlich wertlos. Dann
würde ich noch einen weiteren Punkt anbringen, einen letzten Punkt für den Staat, und das ist der, dass es andere Maßstäbe in der Bibel gibt für Gläubige und für Ungläubige. Ich habe hier einen Vers in 1. Korinther 5, 9 bis 13. Das habe ich jetzt hier noch auf Englisch, ich lese es mal ganz kurz vor. What business is it of mine to judge those outside the church? God will judge those outside the church. Also auch da ist wieder so, es gibt einen unterschiedlichen Standard zwischen denen, die innerhalb der Kirche sind und denen, die nicht gläubig sind. Ich habe noch einen weiteren Bibelvers dazu gefunden, und zwar in Römer ab Vers 2. Ich fasse nur kurz wörtlich zusammen, was da steht. Römer Kapitel 2, Entschuldigung, ab Vers 10. Dort steht drin, dass die das Gesetz nicht kennen, dass für die eine andere Strafe, ein anderes Gericht bestehen wird, als für die das Gesetz kennen. Das bezieht sich da noch auf die Juden und Heidenchristen vor allem und auch auf allgemein auf die Heiden. Aber das Prinzip lässt sich natürlich darüber hinaus auch anwenden, und zwar, dass wenn Menschen nicht Jesus kennengelernt haben, sich nicht bekehrt haben, nicht die Bibel kennen, nicht verstehen, dass die Bibel Wahrheit birgt, dann gilt ein anderes Gesetz für sie. Über sie wird auch anders gerichtet als die es verstanden haben. Und dementsprechend müssen wir auch unterschiedliche Maßstäbe haben zwischen Menschen, die in der Kirche sind, und Menschen, die keine Christen sind, keine Gläubigen sind. Und deswegen sollte der Staat keine christlichen Gesetze ausüben auf diese Leute. Mit Ausnahme halt, wie gesagt, da, wo es um ganz konkrete Ungerechtigkeit geht. So, das sind jetzt meine Punkte. Ich fasse sie noch einmal kurz zusammen. Also Freiwilligkeit hat einen hohen Wert. Heuchelei ist ein schlimmes Übel. Zwang ist ein schlechtes Mittel, um Werte zu produzieren, denn die Werte können nicht mehr aus dem Herz rauskommen. Das Herz stattdessen ist entscheidend, und es muss unterschiedliche Maßstäbe geben für Leute, die gläubig sind, und für Leute, die ungläubig sind. Das ist die Aufgabe des Staates. Am Ende ist sie, für Gerechtigkeit zu sorgen. Gerechtigkeit in dem Sinne, hier ist ein Ungleichgewicht entstanden, jemand anders wurde bestohlen, jemand anders wurde ermordet, etc. pp. Das wäre mein Start. Dennis, kannst du deinen Anfang geben? Ja. Vielen Dank, Ricardo. Ich habe mir natürlich Notizen gemacht für unser Gespräch gleich, aber ich gehe jetzt erstmal einfach meine Einleitungsrede durch, ganz unabhängig von dem, was du gesagt hast. Und dann können wir darüber reden. Also wir sind uns sicherlich in vielem einig, das hatten wir schon am Anfang gesagt. Wir sind beide ziemlich wirtschaftslibertär. Und deswegen freue ich mich auch so auf die Diskussion, weil wir eigentlich einen ziemlich identischen Startpunkt haben. Also wir haben sehr viele Voraussetzungen, die wir teilen. Und wenn ich kein Christ wäre, ich sage es ganz offen, ich wäre wahrscheinlich ein Anarcho-Kapitalist. Und seit 2016 bin ich ja quasi digitaler Nomade und lebe quasi den libertären, steuerfreien Traum-Lifestyle. Und ich liebe Autoren wie Roland Bader oder Ludwig von Mises. Und ich meine auch, dass der Staat nicht alles micromanagen sollte und auch gar nicht kann. Aber in der Frage von Moral und Wahrheit bin ich der Meinung, darüber lässt sich zum einen nicht abstimmen, weil es objektive Größen sind. Und zum anderen hat da auch der Markt nichts drin zu suchen. Also auch nicht eben der Markt der Ideen. Denn Wahrheit wird nicht, Wahrheit kann man hier und da schon herausfinden, aber wir Christen glauben in erster Linie, dass Wahrheit uns gegeben ist von Gott und eben auch die Wahrheit über die Moral. Und wenn wir das verleugnen würden, dann würden wir unsere Grundlage als Christen verleugnen. Also als Christen müssen wir eigentlich glauben, dass wir schon sehr gut wissen, was gute Moral ist. Und wenn wir jetzt einen Staat hätten, der nicht auf der Offenbarung Gottes basiert, dann haben wir quasi die gesamte Begrenztheit des Menschen und die gesamte Sündhaftigkeit des Menschen, die hier dann quasi mitredet. Und ja, wenn wir dem einfach freien Lauf lassen, dann verleugnen wir als Christen letztlich die Offenbarung Gottes, weil wir sagen dann, ja, wir wissen es zwar besser, aber es ist uns egal. Und ich kann es verstehen, wenn man eben kein Christ ist, dass man da sehr relativistisch vorgeht. Wie gesagt, ich wäre wahrscheinlich auch Anarchist, wenn ich kein Christ wäre, denn wenn eben es keine objektive Wahrheit gibt, die irgendwie offenbart ist, klar, dann muss ich irgendwie relativistisch vorgehen und gucken, wie ich das gemeinsame Leben gestalte.
Aber als Christ muss ich halt, wie gesagt, die Offenbarung hochhalten. Und da habe ich immer dieses praktische Fallbeispiel von der Abtreibung. Das ist ein Ding, was unter Libertären auch so quasi 50-50 gespalten ist. 50% sagen, ja, das ist Mord, das geht nicht, das verstößt gegen die Gerechtigkeit, gegen Nicht-Aggressionsprinzip und so weiter. Und die anderen 50% sagen, nee, das Recht des Menschen, der Frau, der Mutter ist dann eben höher stehend. Und wir sehen auch in Demokratien, zum Beispiel Bundesrepublik Deutschland, dass dort das Leben eben nicht geschützt wird. Wir haben Abtreibungen in Deutschland und auch in Ländern, die eine viel bessere Verfassung haben als jetzt das schlechte Grundgesetz in Deutschland, zum Beispiel in den USA, wo wirklich eine sehr gute freiheitliche Verfassung ist, mit guten Grundrechten, die hart geschützt werden. Selbst da gibt es Abtreibungen. Selbst da ist das Leben nicht sicher. Und also so viel schon mal zu den Systemen, die wir haben. Die schützen das Wichtigste, und zwar das Leben, schützen die nicht. Und deswegen diese ganzen Ängste vor autoritären Systemen, die immer geschürt werden, die sind dadurch quasi relativiert, weil auch in nicht autoritären Systemen haben wir diese Probleme letzten Endes. Bei einem autoritären christlichen System hingegen haben wir zumindest die Chance, dass zum Beispiel das Leben geschützt wird. Und in der Bibel steht ja in Römer 13, dass die Obrigkeit das Schwert nicht umsonst trägt. Da steht, sie ist Gottes Dienerin, eine Rächerin zum Zorngericht an dem, der Böses tut. Also die Obrigkeit soll in erster Linie die Moral beschützen und hochhalten. Und Moral ist für uns Christen eben von Gott gegeben und nicht verhandelbar. Allerdings bin ich durchaus ein bisschen kompromissbereit. Also ich erkenne an, dass man natürlich pragmatisch vorgehen muss. Um ein höheres Gut zu schützen, kann es mitunter dann auch Sinn ergeben, wenn man vorsichtig und schlau vorgeht. Also ich glaube nicht, dass zum Beispiel, nehmen wir das mit der Ehe. Ich glaube nicht, dass zum Beispiel dass die familiäre Privatsphäre gestört werden sollte, um eben Unzüchtige ausfindig zu machen, zum Beispiel. Da ist eben das eine Gut höher als das andere. Und auch wenn man zum Beispiel eine sehr atheistische Gesellschaft hat, würde ich also selbst wenn ich da jetzt irgendwie der Diktator wäre oder so, würde ich natürlich vorsichtig vorgehen, denn also nehmen wir das Beispiel Blasphemie, es bringt nichts, wenn ich quasi ganz mit harter Hand gegen alle Blasphemiker vorgehe. Am Ende werden die mich dann erhängen und auf meiner Beerdigung dann allerlei Blasphemien rausposaunen. Dann wäre am Ende quasi mehr Schaden angerichtet als eben Nutzen. Deswegen, man muss natürlich schon weise abwägen, das ist sowieso klar. Ich glaube jedoch nicht, dass eine Laissez-faire-Handlung Haltung, dass die pragmatisch das Beste hervorbringt. In der Ökonomie ist es sehr wohl der Fall, dass Laissez-faire am effizientesten ist. Deswegen in der Ökonomie lasse ich das gelten, weil es da erstmal nur um die Effizienz geht. Aber in der Moral lasse ich das eben nicht gelten, denn da geht es nicht darum, was ist jetzt am effizientesten, sondern dass die Moral bestmöglich geschützt wird. Also, dass man da nicht guckt, was geht jetzt irgendwie am einfachsten, am kosten günstigsten, sondern was hat am Ende quasi die höchste moralische Integrität. Und das ist natürlich abwägen angesagt, aber ich denke nicht, dass da eben der freie Markt das hervorbringt. Also, wie gesagt, freier Markt ist gut für Effizienzen, aber nicht unbedingt, um die Moral hochzuhalten. Und ich denke nicht, dass gute Argumente und gutes Zureden alleine hilft, um die Auswirkungen der Sünde zu begrenzen. Sünde ruiniert Gesellschaften und kommt letzten Endes auch jedem Einzelnen dann zu Schlechte. Also deswegen auch dieses Nicht-Aggressionsprinzip, das würde ich sagen, ist zu naiv gedacht. Es mag vielleicht hier und da in einem geringen Kontext für den Einzelnen gelten, aber
Wenn wir glauben, dass Sünde eine Gesellschaft ruiniert, dann ist quasi jede Sünde ein Angriff gegen alle. Und nicht nur einfach soteriologisch problematisch für den Einzelnen, was ja auch schon schlimm genug ist, sondern es zieht die gesamte Gesellschaft runter. Da zitiere ich gerne Sprüche 14, Vers 34. Gerechtigkeit erhöht eine Nation, aber die Sünde ist das Verderben der Völker. Deswegen, mal abgesehen davon, dass wir ohne Offenbarung sowieso begrenzt sind und dass eben auch wir gar nicht überblicken können, was Aggressionen genau, also wie Aggressionen genau zu erkennen sind. Also das kriegen wir von Gott gesagt, was eben die Sünde auf lange Sicht, auf kollektive Sicht, was die eben ausmacht, abgesehen davon, dass wir das alles gar nicht überblicken können, weil wir nicht Gott sind, ist auch die Idee der Freiwilligkeit nicht genug. Also natürlich, Freiwilligkeit ist wünschenswert, ist wünschenswerter als Zwang, aber nicht unbedingt erstrebenswerter. Moralische Integrität ist das, was erstrebenswert für die Gesellschaft ist und nicht unbedingt die Freiwilligkeit. Gut, so viel quasi zu meiner Position. Also ich denke, wir haben viele Ähnlichkeiten. Ich denke, vielleicht können wir das jetzt mal ein bisschen ausdiskutieren. Ich denke, in einzelnen Fällen wird mein Pragmatismus und deine Prinzipien wahrscheinlich zum selben Ergebnis kommen. Aber prinzipiell bin ich da doch ein bisschen strenger. Also ich begründe halt, sag halt, Moral ist das Wichtigste und nicht unbedingt die Freiwilligkeit. Ja, ich glaube, ein guter Startpunkt wäre einmal über Abtreibung zu sprechen, weil da, glaube ich, haben wir noch viel Gemeinsamkeit und von da aus kann man dann so ein bisschen gucken, wo wir uns dann voneinander entfernen, weil du hast ja zum Beispiel über Abtreibung gesprochen, hast gesagt, das kann man ja nicht relativ sehen, den Punkt, also da kann man keine relativistische Meinung haben. Und da hätte ich zwei Gedanken zu. Einmal, ich sehe das ganz genauso, also wahrscheinlich sogar noch, ich weiß nicht, ob ich es härter als du sehe, aber auf jeden Fall deutlich härter als die Gesellschaft. In meinen Augen ist Abtreibung halt einfach Mord und das gehört bestraft, so wie Mord bestraft gehört. Und die Ärzte, die jetzt Tausende von Menschen umbringen, da ist auch in meinen Augen auch die Todesstrafe komplett legitim. Also da bin ich so autoritär, wie man nur sein kann in dem Punkt. Weil das eben nicht in meinen Augen in den Fall fällt von, hier geht es nur um Moral, sondern es geht auch um Moral in Verbindung mit Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit. Hier wird jemand das Leben genommen und da muss ein gerechter Ausgleich geschehen, sozusagen. Also deswegen, da sind wir uns noch sehr, sehr nah beieinander. Da habe ich mir auch eine Frage zu schon aufgeschrieben gehabt. Wo machst du die Grenze zwischen Moral und Gerechtigkeit? Also letztlich definiert doch Moral, was Gerechtigkeit ist, oder? Genau, richtig. Also ich denke, dass das zwei, also das Moral ist ein größeres Thema und Gerechtigkeit, Ungerechtigkeit in dem Sinne, wie ich jetzt davon gesprochen habe, ist ein Unterbereich der Moral. Das heißt, du kannst Dinge tun, die sind zwar unmoralisch, aber die sind nicht unbedingt ungerecht. Und zum Beispiel die meisten Fälle von Unzucht, nicht alle, aber die meisten Fälle von Unzucht, wenn ich jetzt zum Beispiel masturbiere und mir dabei irgendwas angucke, oder dann lassen wir mal sogar den zweiten weg sagen, um es mal ganz unkontrovers mal, wenn ich irgendwo masturbiere. Aus christlicher Sicht, Masturbation, Sünde, zumindest ist mein theologisches Verständnis. Und ich habe dabei jetzt keine Ungerechtigkeit in dem Sinne begangen. Ich habe niemandem geschadet. Es muss kein Ausgleich mehr stattfinden. Also das ist so, ne? Natürlich in der Beziehung zwischen mir und Gott, aber innerhalb der Gesellschaft muss jetzt nicht irgendwer, muss irgendwie was getan werden, damit wieder Gerechtigkeit hergestellt wird. Das ist aber anders, wenn ich jetzt jemanden bestehle oder wenn ich jemanden umbringe oder wenn ich jemanden betrüge. Das sind Dinge, da ist dann plötzlich innerhalb der Gesellschaft eine Ungerechtigkeit, ein Ungleichgewicht entstanden durch mein Verhalten. Und da muss der Staat dann eingreifen oder eventuell eine Privatstadt oder welche immer Form von Regierung oder was auch immer gerade das Ordnungsschaffende, die Autorität ist. Die muss halt dafür sorgen, dass jetzt wieder Ordnung herstellt. Weil wenn das nicht passiert, dann wird die Gesellschaft den Bach runtergehen, sag ich mal. Aber das ist jetzt bei Leuten, die masturbieren, jetzt nicht unbedingt klar, dass das dazu führt, dass die Gesellschaft runtergeht. Ich vermute mal, dass das durch die Geschichte hinweg in eigentlich allen Kulturen gemacht wird.
Das kann man auch nicht wirklich verbieten oder verhindern. Also kannst du natürlich ein Gesetz haben, das es verbietet, aber du kannst es nicht wirklich verhindern, weil solange Leute Privatsphäre haben, können sie das tun. Das in deren Sicht würde ich das als einen Fall nennen, das ist keine Ungerechtigkeit. Das ist unmoralisch aus einer christlichen Sicht und auch aus der objektiv richtigen Sicht. Es ist unmoralisch, aber es ist keine Ungerechtigkeit, die erzeugt wird. Und dementsprechend muss der Staat sich darum auch nicht kümmern. Okay. Ich hatte ja eingangs in meiner Rede das erwähnt, dass wir eben begrenzt sind, Folgen abzuschätzen. Und ja, ich weiß jetzt auch nicht, was das alles für Folgen haben könnte, aber nur mal ein paar Ideen, wo ich dann doch sagen könnte, dass es irgendwie schon einen Einfluss hat auf die Gesellschaft und deswegen eine Ungerechtigkeit auch gegenüber der Gesellschaft ist. Wenn du zum Beispiel viel masturbierst, dann ist vielleicht deine Sexualität geschadet. Dann brauchst du vielleicht mehr Stimulation, kannst dann in der Ehe vielleicht bist du dann gegen deine Frau auch oder über deine zukünftigen Frau wär das quasi dann ungerecht, weil du sie dann nicht mehr so betrachten kannst, wie du sie betrachtet hättest, wenn du immer reingeblieben wärst. Und wir sehen es ja, du hast jetzt quasi die Pornografie ausgeklammert, aber da sehen wir es eigentlich am besten, was das eben mit der Männerwelt quasi macht, dass Männer, ich würde sagen, dadurch abgestumpft werden, vielleicht verweichlicht werden, eine Anspruchshaltung an die Frauen bekommen. Ganz viele Folgen, die wir vielleicht uns noch gar nicht ausmalen können, die jetzt vielleicht auch erst in einer Generation sichtbar werden, vielleicht in der Geburtenrate. Es sind allerlei Dinge, die ich mir ausmalen könnte, jetzt nur ganz spontan gebrainstormt, was daraus passieren könnte, was der Gesellschaft schadet. Und ich vertraue einfach darauf, dass Gott uns nicht einfach irgendwelche willkürlichen Moralmaßstäbe gibt, sondern dass er sich bei allem natürlich was dabei gedacht hat. Und dass es eben gegen die Natur ist. Das ist eine unordentliche Sexualität, das ist gegen die Natur und das kommt irgendwie wieder auf uns zurück. Deswegen würde ich sagen, dieses Argument Gerechtigkeit, Moral, das auseinander zu dividieren, das kann man quasi von einer ungläubigen Warte machen, aber wir Christen sollten sagen, ja, Gott hat sich bei allem was gedacht. Das ist alles ungerecht. Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Gegenargument. Ich habe dazu mehrere Punkte, die ich dazu anbringen würde. Also der erste ist, dass es oft sehr schwierig ist, das jetzt auseinander zu dividieren. Also wenn es so indirekt wird und über mehrere Generationen, dann wird es sehr schwierig, weil dann könnte man genauso gut sagen, wo wir auch wissen, dass es Sünde ist, du hast was Gemeines zu irgendwem mal gesagt. So, und zu deinem Kind oder zu wem auch immer. Und jetzt vielleicht bleibt das bei deinem Kind haften, dann wird der vielleicht ja ein Psychomörder oder was auch immer oder vergewaltigte Frau oder was weiß ich. So, ne? Wir können immer sagen, ja, theoretisch könnte dein Verhalten ja irgendwie auf indirekte Wege zu ganz schlimmen Dingen führen. Und da ist es dann sehr schwierig, jetzt zu sagen, ja gut, was machen wir jetzt mit Leuten, die mal was Gemeines zum Kind gesagt haben? Sollen wir dann irgendwie, da gibt es ja haufenweise Dinge, die man anführen könnte. Und da muss man irgendwo eine Grenze setzen und sagen, ja, da hast du einfach eine Eigenverantwortung, dass du dich moralisch verhältst und da hat der Staat einfach nichts mit zu tun. Da muss es eine Grenze geben. Das ist der erste Punkt, den ich da anführen würde. Der zweite Punkt, jetzt habe ich gerade so ein bisschen Faden verloren. Was hast du gerade nochmal gesagt? Dein Beispiel war, ich masturbiere, dann die Leute schwächer oder so. Und das, genau, und Gott gibt uns die Regeln, das war der Punkt, ne? Genau, und das war der Punkt. Also, du hast dann noch gesagt, wenn Gott sagt, dass das unmoralisch ist, dann wird das aus einem guten Grund sein. Und da stimme ich dir ja komplett zu. Dasselbe Vertrauen habe ich ja auch. Die Frage ist nur, ist es jetzt die Aufgabe des Staates, jedes Mal, wenn irgendjemand was macht, was falsch ist, es ist die Aufgabe des Staates, das richtig zu stellen. Das ist Punkt Nummer zwei, weil das würde ich anzweifeln. Ich glaube, für manche Dinge hast du einfach eine eigene Verantwortung, das richtig für Richtigkeit zu sorgen, und zwar für die Gerechtigkeit sozusagen in deinem eigenen Wesen. Der dritte Punkt, den ich noch dazu sagen wollen würde, ist der, dass ja das eigentliche Problem, und das ist das, wo Jesus sehr, sehr viel drüber spricht, ist nicht die Tat an sich, also in dem Fall jetzt die Masturbation, sondern das ist die Lust in dem Fall. Das Problem ist, dass der Mangel an Selbstbeherrschung oder wenn es jetzt um zum Beispiel Sex oder Ehe geht, der Mangel an Geduld oder und so all diese Punkte. Und das kann man nicht per Gesetz oder durch irgendwelche Zwänge
aus Leuten besser machen. Und das wird sich dann auf andere Art und Weisen äußern. Also selbst wenn du das verbietest und sie selbst sogar, wenn es schaffst, sie daran zu hindern, staatlich das zu machen, dann wird der Mangel an Selbstbeherrschung, der Mangel, diese ganze Lust, die vielleicht im Herzen ist, all diese anderen Probleme, die trotzdem noch im Herzen vorhanden sind, einfach in andere Kanäle fließen und so, dort dann Schaden anrichten und dann vielleicht über mehrere Generationen und so weiter und so fort. Und deswegen denke ich, das bringt gar nichts. Das Einzige, was hier was bringt, ist, dass das Herz der Menschen sich verändert. Das können wir nicht machen und deswegen werden Völker sowieso immer untergehen. Also zu hoffen, dass ein Volk niemals untergeht, das werden wir erst im Himmel haben. Und das ist Utopismus. Das Völker gehen immer wieder unter. Damit müssen wir einfach leben. Ich verstehe quasi den pragmatischen Ansatz. Du hast jetzt ein bisschen was quasi vermischt. Also mir ging es erstmal nur darum, dieses Argument von Gerechtigkeit und Moral das zu entkräften. Okay. Damit, wenn wir jetzt eben die gucken, wo wir die Grenze machen, damit das aus dem Weg geräumt ist, weil alles, was du gesagt hast, könnte ich natürlich für jedes Verbrechen sagen, auch für Abtreibung. Ja, kannst die Leute ja nicht zwingen, die sollen ja aus gutem Herzen sagen, ich will niemanden abtreiben. Dann würdest du ja auch sagen, nee, das geht nicht. Und deswegen ist die Frage, wie machen wir die Grenzen? Und offensichtlich diese Unterscheidung Gerechtigkeit, die gilt nicht. Hast ja eben mir eigentlich indirekt zugestimmt, nur aus pragmatischen Gründen würdest du halt sagen, dass man das eine halt nicht so verfolgen sollte wie das andere, aber das sage ich ja auch. Nee, ich würde sagen, ich würde dir ein bisschen zustimmen. Ich würde sagen, die Grenze ist ein bisschen schwammig. Also es ist nicht ganz klar, wo ist der Übergang zwischen, das ist jetzt nur noch eine rein moralische Frage, die nichts direkt mit Gerechtigkeit zu tun hat, und wo ist es ganz klar. Aber es gibt Fragen, da ist es ganz, ganz klar. Und es gibt Fälle, da hat es sehr, sehr wahrscheinlich nichts mehr mit Gerechtigkeit in dem Sinne zu tun, dass so eine Unbalance in der Gesellschaft passiert, wo jemand was weggenommen wird, jemanden irgendwie ermordet wird oder so weiter und so fort. Also ich glaube nicht, dass man irgendwie belegen kann, dass jetzt jemand hat masturbiert und das führt jetzt zum Untergang der Gesellschaft. Das denke ich, das ist einfach zu abstrakt, zu viele Ebenen darüber hinaus. Natürlich ist es nicht moralisch aus christlicher Sicht und damit aus der richtigen Sicht, aber es ist nicht etwas Ungerechtes. Es ist ein innerliches Problem und das äußert sich in Masturbation. Es ist aber nicht, dass ich jemand jetzt auch ein äußerliches Problem bei jemand anderem hinzufüge. Und ich denke, da kann man schon einen Unterschied erkennen. Ich glaube, die meisten Menschen sehen den Unterschied zwischen Masturbation. Das ist ja der Grund, warum viele Nichtchristen auch ein Problem damit haben und denken, was ist denn das Problem damit? Weil ich tue ja niemandem was. Ja, Moment, also jetzt probierst du schon wieder einen Unterschied einzuführen. Ich denke, es gibt. Also klar, manches ist schneller ersichtlich, aber wenn wir glauben, dass dies schädlich ist, dann müssen wir das zumindest einmal so anerkennen. Also wie wir jetzt die Grenzen machen, da können wir immer noch pragmatisch diskutieren, aber sagen wir so, also gäbe es jetzt quasi so eine Zaubermethode, wie man quasi das immer erkennen kann, der masturbiert und so, und ohne jetzt irgendwelche anderen Sachen wie Privatsphäre anzugreifen. Also angenommen, jeder, der masturbiert, hat jetzt irgendwie einen roten Punkt auf dem Kopf oder so für einen Tag. Dann könnte der Staat das schon durchaus regulieren. Aber guck mal, wo machst du da die Grenze? Weißt du, der kann auch sagen, kann man dann ja auch, wenn es nur unter 5 Euro sind oder so, weil da ist ja auch nicht so der fette Schaden direkt da für die Gesellschaft. Klar, wenn jetzt jeder stehlen würde, wäre das natürlich blöd, aber weißt du, wie ich meine? Ich verstehe, was du meinst. Ich denke aber, gerade bei Stehlen sieht man ja, dass jemandem jetzt was fehlt. Du hast innerhalb der Gesellschaft hast du jemand anderem was weggenommen, du hast jemand anderem geschadet, du hast jemand anderem was angetan. Indirekte Effekte gibt es überall. So, und die kann keiner vorhersehen. Ich kann jemanden angeschnauzt haben an der Kasse und vielleicht begeht er danach Selbstmord. Ich weiß es nicht. Möglicherweise war das so der letzte Tropfen, der dann das fast zum Überlaufen gebracht hat. Aber wir können jetzt nicht anfangen und sagen, okay, dann darf niemanden mehr anschnauzen oder so, weil anschnauzen könnte vielleicht auch der Rüttler gewesen sein, dass derjenige sein Leben jetzt umkrempelt. Das ist einfach nicht klar vorhersehbar, es ist nicht eindeutig. Und gerade diese Uneindeutigkeit, dieses Wischiwaschi, das ist der Grund, warum wir diese Sachen offen lassen und wo Menschen auch ihr eigenes Herz hinterfragen müssen und eine Eigenverantwortung haben. Aber es gibt Dinge, wenn wir die nicht beachten, keine Gesellschaft funktioniert ohne die, und das ist die Aufgabe, die der Staat hat. Das ist diese Autorität, die Gott dem Staat gibt, dass diese Dinge, die ganz klar sind, dass wenn die nicht laufen, dann läuft hier gar nichts. Also wenn wir anfangen zu stehlen, zu morden und zu vergewaltigen, dann läuft nichts. Keine Gesellschaft funktioniert so. Nicht mal auf einem Piratenschiff. Ja, die berauben zwar andere, aber innerhalb des Piratenschiffs zumindest müssen die bestimmte Regeln haben. Sonst läuft da gar nichts.
Das sind einfach diese Regeln, die dann, wo es um Gerechtigkeit innerhalb der Gesellschaft geht. Und das andere sind eigenverantwortliche Dinge. Und die sind deswegen nicht falsch oder deswegen sind sie jetzt relativ und ihr habt eine eigene Ansicht darüber, darum geht's nicht. Wir als Christen wissen, dass das falsch ist, aber wir machen das dadurch, dass wir ein gutes Vorbild sind. Ich habe auch eine Bibelstelle, ich muss hier nochmal gucken, beim Überfliegen nicht direkt den Inhalt, aber ich habe eine Bibelstelle eben nochmal rausgesucht gehabt, da ging es genau darum, dass wir als Christen durch unser gutes Vorbild den anderen, den Nicht-Christen zeigen sollen, dass das die Wahrheit ist, dadurch, dass wir das besser vorleben. Aber wenn wir alles machen müssen und alle nur so heucheln und vielleicht im Geheimen das noch tun oder was auch immer, dann können wir das gar nicht mehr. Wir haben gar nicht mehr die Möglichkeit, Licht zu sein für die anderen. Lass uns über diese ganze Heuchlerfrage nachher nochmal reden. Da hätte ich auch einige Punkte, aber lass erstmal den einen Punkt ausdiskutieren. Dann nehmen wir mal zum Beispiel Ehebruch. Gut, da könnte man sagen, es ist irgendwie gegen deine Frau schädlich so, aber da würden die meisten ja auch sagen, ja, das hat jetzt nur indirekten Schaden. Weißt du, wenn du einmal die Ehe brichst und so, dadurch ist jetzt die Gesellschaft nicht ruiniert. Nee, also das sehe ich da anders an der Stelle. Also da bin ich vielleicht autoritärer oder so. Aber wo machst du die Grenze dann? Also wo ist das? Das ist ja Betrug. Das ist Betrug. Ehebruch ist Betrug. Betrug ist nicht in Ordnung. Aber bei Ehebruch ist nochmal ein Sonderfall. Da habe ich auch vor der Debatte nochmal intensiv mich im Moment hingesetzt und darüber nachgedacht, wie ich dazu stehe. So, und in der aktuellen gesetzlichen Lage ist es so, dass Ehebruch ja in einem gewissen Maße auch bestraft wird. Und das ist das Mindestmaß, das ich auch so sehe. Und zwar, wenn Ehebruch zur Scheidung führt, dann ist das mit entscheidend darüber, wie jetzt das Scheidungsverfahren verläuft. Also es kann sein, dass du dann die Kinder kriegst, wenn dein Partner derjenige war, der Ehebruch begangen hat. Es kann sein, dass du dann auch vielleicht sogar mehr von den Ressourcen bekommst und so weiter. Das kann mit hineinkommt und das sollte auch so sein. Und des Weiteren denke ich, das war der zweite Punkt, es sollte auch eine Frage des Ehevertrages sein. Also man kann auch im Vorhinein im Ehevertrag bestimmte Dinge festlegen und das sollte auch der Staat ermöglichen, dass so zusätzliche Strafen, wie zum Beispiel Gefängnis oder so, möglich sind, aber das muss dann das Paar für sich entscheiden. Und dann sagen wir ja, was ich jetzt nicht Ehebruch, sondern außerhalb der Ehe, dass du dann irgendwie deine Freundin hintergehst oder so. Da wäre quasi dieser Aspekt rausgenommen, aber es ist eigentlich will ich ja nur darauf hinaus, wann ist etwas indirekt, wann ist etwas direkt, wo würdest du die Grenze ziehen, wo es dann zu indirekt ist, wo man das dann quasi nicht mehr so ableiten kann, obwohl ich ja sage, wir Christen können das schon ableiten, weil wir einfach Gott vertrauen, das ist unser Joker sozusagen, der uns immer sagt, ja, es gibt Ableitung, auch wenn wir sie nicht direkt sehen. Ja, wenn Leute einfach nur eine Partnerschaft haben, dann haben sie ja keinen Vertrag miteinander geschlossen, sind keinen Bund eingegangen. Und dementsprechend ist das natürlich noch relativ lose alles. So, wenn Sie jetzt etwas Eheähnliches haben, ist das natürlich auch von der Strafe oder vom Prinzip her Eheähnlich. Dann wird es halt eine Frage, die man jetzt nicht allgemein beantworten kann mit ein paar Sätzen. Da muss man speziell auf die Situation gucken, weil es halt dann so verworren ist. So, aber schau, wenn du jetzt Kinder kriegst außerhalb der Ehe und dann trennst du dich halt oder überhaupt, dass man Kinder kriegt außerhalb der Ehe, das schadet dann ja schon den Kindern, wenn da keine gescheite Familienkonstellation ist. Aber wo machst du dann die Grenze? Weil ein Weltmensch würde jetzt sagen, ja, ich sehe da jetzt nicht das große Problem, dass ich halt vorehelich einen Sex habe und wenn dann halt ein Kind entsteht, ja, dann ist es halt so, ne? Ich sehe deinen Punkt. Also es gibt bestimmte Fälle, da ist es nicht so einfach zu sagen, wo genau die Grenze liegt. Da stimme ich dir zu. Also da muss man das dann sehr, sehr genau sich angucken und ich kann jetzt nicht für jeden einzelnen Fall aus dem FF eine Antwort geben und sagen, so müsste das sein. Und bei manchen Fällen ist es vielleicht auch nicht ganz eindeutig, ob das komplett freiheitlich entschieden werden sollte oder ob es da klare Gesetze geben muss und auch Strafen. Es gibt Grenzfälle, klar, aber das ist, das ist bei fast allen moralischen und politischen Fragen so. Es gibt immer Grenzfälle. Aber wir sind uns schon ziemlich ähnlich so, weil du auch sagen willst, der Staat soll manche Sachen dann schon hart bestrafen. So. Du hattest so viel vom Neuen Testament geredet, aber im Alten Testament sehen wir ja beim Gottesstaat Israel, dass da Dinge auch knallhart bestraft werden, wo wir jetzt meinen würden, ja, so schlimm sind die ja jetzt nicht. Ehebruch oder auch vorehelicher Verkehr wird da auch knallhart bestraft, aber auch so Sachen wie am Sabbat, also den Sabbat
brechen. Natürlich können wir jetzt gucken, wie wir das theologisch einordnen als Christen, aber mir geht es einfach nur darum zu zeigen, dass durchaus auch, sage ich mal, Kleinigkeiten hart abgestraft worden sind im Alten Testament. Ja, also das Alte Testament, viele der Gesetze sind natürlich im Kontext von einem Bündnis, also dem Bündnisverhältnis zwischen Israel und Gott, wo vieles auch darum geht, dass man sich abgrenzt von den anderen Völkern. Bestimmte Punkte, die du ansprichst, zum Beispiel Ehebruch, sind natürlich trotzdem auch noch Sachen, die auch im Neuen Testament genauso gelten. Also da hast du völlig recht. Es ist nicht nur für den anderen Völkern. Es ging darum, dass sie heilig sind. Für alle gilt. Das Gesetz gilt für alle. Das heißt, auch ein Heide, der in Israel wohnte, durfte jetzt nicht eine Blasphemie sagen. Ja, das stimmt. Es ging ja auch darum, dass innerhalb von Israel sollte ein Fleck auf der Erde sein, wo Gott mit seiner Herrlichkeit anwesend sein sollte und dadurch sollte das Volk heilig sein. Heilig heißt abgesondert, das sollte anders sein und musste deswegen bestimmte Regeln, Riten und so weiter haben. Aber schon im Alten Testament wird angekündigt, dass sich etwas verändern wird, und zwar, dass irgendwann das Gesetz auf die Herzen der Menschen geschrieben werden wird. Dass er ein Herz aus Stein wegnehmen will und ein Herz aus Fleisch geben will. Und dann sehen wir, wie es Jesus mit der Ehebrecherin umgeht. Er sagt, der ohne Sünde ist, wird für den ersten Stein. Aber er erkennt das an, dass ein Stein geworfen werden soll nach dem Gesetz. Ja, er erkennt es an, und zwar, und er sagt dann, der ohne Sünde ist, soll den Stein werfen. Und als dann keiner den Stein wirft, sagt er, dann verurteile ich dich auch nicht. Das war ja auch die Heuchelei von denen, weil die hatten ja nicht die staatliche Autorität. Ich denke, Rom durfte schon die staatliche Autorität durchsetzen in Israel. Die hatten schon staatliche Autorität in dem Sinne. Also die Juden zur Zeit von Jesus hatten ihre eigenen Gesetze. Und das wurde so akzeptiert, dass sie auch bestimmte Gesetze machen dürfen und bestimmte Regeln innerhalb des Volkes machen dürfen. Das war dieses föderale System von Rom, Gebiete auch eigene Gesetze hatten. Wieso musste dann Jesus durch die römische Autorität hingerichtet werden? Also wieso konnte man nicht einfach selber sagen, auf Blasphemie, den richten wir jetzt hin, steinigen wir. Nee, er musste von der römischen Autorität verurteilt werden. Das war ein Riesenaufwand für die Juden, so einzufädeln. Das weiß ich jetzt nicht genau, vielleicht weil Jesus bekannt war oder so, kann ich dir nicht genau sagen, also vielleicht irre ich mich auch, dann würde ich das wieder zurücknehmen, aber ich weiß auf jeden Fall, dass auch die Juden in gewissem Maße eigene Gesetze durchführen konnten. Vielleicht war es auch, weil sie ja nicht direkt, also sie konnten jetzt ja Jesus nicht einfach steinigen, weil er irgendwie Ehebruch begangen hat oder so, wo das erlaubt war, sondern sie wollten ja wegen seiner Aussagen, er sei wegen Blasphemie und solchen Dingen, ich glaube, es war ja im Endeffekt Blasphemie sogar, was die Anschuldigung war, weshalb er hingerichtet werden sollte. Und kann sein, dass Rom gesagt hat, diesen Fall behalten wir uns vor. Aber das weiß ich nicht mehr, das ist Spekulation. Gut, dann kommen wir mal zu diesem Thema Heuchelei. Also ich habe so das Gefühl, dass du viele Stellen nimmst, die eigentlich auf die Kirche bezogen sind, auf das Innerliche, auf das Geistliche, und das jetzt auf den Staat beziehst. Natürlich in der Kirche, da können wir jetzt keinen zwingen, fromm zu sein. Das muss natürlich aus reinem Herzen geschehen. Aber worum es mir geht beim Staat, ist eben die moralische Integrität, die Ordnung der Gesellschaft aufrechtzuerhalten. Dann ist es mir egal, ob ein Verbrecher authentischer Krimineller ist oder ob er halt nicht authentisch ist. Also mir ist lieber ein Verbrecher, einer, der geheuchelt keine kriminellen Akte begeht, als jemand, der ganz authentisch Verbrecher ist. Auf dem Gesellschaftlichen. In der Kirche, nee, da will ich, dass der authentisch sagt, ey, ich will kein Verbrecher mehr sein. So. Aber für die Staatsmacht ist nur entscheidend, dass er kein Verbrecher ist. Ja. Ich würde nicht sagen, dass ich die Heuchelei auf den Staat beziehe, weil ich jetzt ja nicht sage, dass der Staat ein Heuchler ist, sondern ich sage, dass Jesus Heuchelei als etwas sehr, sehr Schlimmes sieht. Und nicht nur Jesus, sondern die Bibel auch darüber weiter hinaus, habe ich ja sogar das Alte Testament zitiert, er sagt, dass Heuchelei etwas sehr, sehr Schreckliches ist. Ich meinte nicht den Staat, Ricardo. Ich meinte nicht, dass der Staat heuchelt. Ich meinte, dass es dem Staat egal sein kann, ob der Verbrecher heuchelt. Wenn er Verbrecher ist, wird er wenn er kein Verbrecher ist, aber gerne Verbrecher wäre, dann ist es dem Staat egal, solange kein Verbrecher wird. So. Ja, wenn es dem Pastor nicht egal ist, sondern dass seine Schäfchen authentisch keine Verbrecher sein möchten. Ja, und bei vielen Punkten stimme ich dir da ja zu. Ne? Also wenn jemand stiehlt, ist mir das scheißegal, ob er da
heuchelt und behauptet, er würde aber nicht stehlen oder ob er zugibt, dass er stiehlt, er hat gestohlen, ist weg. Aber viele der christlichen Moral, die Taten, über dort gesprochen wird, an vielen Stellen wird ja nicht mal mehr über Taten gesprochen, sondern wirklich direkt über die Früchte des Geistes, über die inneren Herzenszustände. Aber viele sind halt, entspringen ja halt dem Herzen. Jesus sagt ja, wenn du schon eine Frau anguckst, hast du Ehebruch begangen. Aber wir können ja jetzt nicht Leute einsperren, die einfach Frauen angeguckt haben. So, ne? Also das heißt, da geht es um etwas, was im Herzen ist. Und da ist Heuchelei ja das Entscheidendste. Also für all diese Dinge, da geht es ja darum, dass man es wirklich von Herzen ehrlich meint, dass man seiner Frau von Herzen her treu ist und nicht nur, weil man Angst davor hat, ins Gefängnis zu kommen. Also das ist. Schau, mein Punkt war, dass du das halt vermischst, dass du Dinge, die eigentlich pastoral gemeint sind, kriminologisch deutest. Also auch im Alten Testament sollte man kein Heuchler sein und alles, was Jesus sagt, das hätte man sich auch aus dem Alten Testament denken können, dass man im Herzen rein ist. Und trotzdem hat das Alte Testament ganz harte Staatsgesetze. Und das musst du halt trennen. Natürlich, was alles im Neuen Testament gesagt wird, das stimmt, aber das bezieht sich eben nicht auf den Staat, sondern nur auf die Individuen. Das ist pastoral, nicht rechtlich. Genau, und all diese Gesetze, die halt weit über das hinausgehen, über die Grenze, die wir nicht hundertprozentig definieren können, aber wenn die zu weit darüber hinausgehen, produziert halt Heuchler. Und das, was eine Gesellschaft wertvoll macht oder auch was diese Dinge wertvoll macht, die Jesus und weiter anspricht, sind, dass sie halt aus dem Herzen herauskommen. Wenn jemand großzügig nicht von Herzen her ist, dann hat das keinen Wert aus christlicher Sicht. Wir können ein Gesetz machen, dass Leute großzügig sein müssen, aber es hat keinen Wert. Ist egal. Und wir können auch ein Gesetz machen, dass Leute treu sein müssen in ihren Ehen und sonst werden sie hingerichtet. Hat aber keinen Wert, wenn sie es nur machen aus Angst daraus. So, natürlich in gewissem Maße, die Treue hat dann keinen Wert, ne? Aber Betrug hat natürlich einen Schaden und das kann natürlich sein, dass dieser Aspekt sozusagen bestraft werden muss. Aber weil das halt auch zu ganz viel konkreter Ungerechtigkeit führt, und das bei Ehebruch definitiv oft der Fall, da sehe ich das auch so, aber bei vielen anderen Fällen eben nicht und da haben wir ein paar Beispiele schon gehabt heute. Wir sehen es ja im Alten Testament, dass innere Sünden, die man jetzt nicht auch gar nicht nachweisen kann, die Herzenshaltung sind, die werden ja auch nicht so hart bestraft. Die werden gar nicht bestraft im Alten Testament. Es geht immer natürlich um Sachen, die dann der Gesellschaft schaden. Deswegen, ich meinte halt, diese ganzen Verse, die du anbringst, die sind ja korrekt. Und so sollten wir auch als Christen die Gesellschaft sozusagen erziehen. Aber mir geht es wirklich nur ums Strafgesetzbuch am Ende des Tages. Und da ist es einfach wurscht, wie jetzt die innere Haltung ist. Ja, klar, das Strafgesetzbuch ist die, obwohl, na, also zumindest für den Richter nicht, das ist zumindest praktisches Gesetz, so Reue zum Beispiel wird mit einbezogen. Ja, das ist jetzt ausgenommen, so. Natürlich. Ja, aber genau, also das heißt, ganz egal ist die innere Haltung nicht, ich verstehe schon, was du meinst, genau, aber der Punkt ist ja am Ende des Tages sehr, es muss bestimmte Dinge geben, das gibst du ja auch zu, die sind einfach eigenverantwortlich und es gibt Dinge, die sind Verantwortung für den Staat, dort klare Strafen zu machen, da ist meine Frage bei dir, wo ziehst du da die Grenze, also wo sagst du dann, okay, das sind Dinge, da muss das Individuum einfach selber seine Triebe im Griff haben, selber moralisch leben und so weiter und so fort und das sind Dinge, wenn du da über diese Grenze gehst, da muss dann der Staat auf die Finger klopfen. Mindestens. Ich hatte schon eingangs gesagt, es fällt mir natürlich auch schwer, es muss weise vonstatten gehen. Ich kann jetzt nicht eine Grenze ziehen. Das Beste wäre natürlich so in eine christliche Nation mit einem christlichen König. So. Aber da leben wir nun nicht mehr. Deswegen würde ich in der aktuellen Situation anders agieren als jetzt ein katholischer Monarch im Mittelalter. Mir geht es aber jetzt in unserer Diskussion eher so um das Prinzip. Die Grenze kann ich dir jetzt auch nicht so sagen. Das wäre dann eine Weisheitsfrage. Aber es sollte schon ums Prinzip erstmal gehen, dass wir sagen, ja, lieber haben wir ein paar mehr Heuchler, lieber machen wir ein bisschen Angst, aber dafür ist die Gesellschaft dann funktionabel. Jesus macht das ja sogar noch nicht mal für die Gesellschaft, sondern auch für das Individuum. Soteriologisch macht das Jesus genauso. Er arbeitet auch mit Angst vor der Hölle zum Beispiel. Er sagt, schneide dein Glied ab, wenn es dich zur Sünde verführt. Könnte man auch sagen, ja, Jesus, du arbeitest ja jetzt mit Angst. Du tust jetzt Heuchler produzieren. Ja, kann sein.
aber er tut auch Leute aufwecken, manche. Und ich sage jetzt nicht, dass der Staat das jetzt auch so machen sollte, aber um das Argument ein bisschen zu relativieren. Mir geht es halt ums Prinzip, dass der Staat durchaus die Autorität haben sollte, in einer christlichen Gesellschaft auch richtig streng durchzugreifen, in einer nicht so christlichen Gesellschaft so streng es geht, um eben die Gesellschaft funktionabel zu halten, weil ich eben glaube, dass Gott sich da was bei gedacht hat, bei den Moralgeboten. Okay, aber gerade eben hast du mir eigentlich, das habe ich zumindest empfunden, vorgeworfen, dass ich keine klare Grenze habe und jetzt sagst du, ja, man braucht halt Weisheit und ich kann auch keine klare Grenze geben. Und da stimme ich dir zu, natürlich braucht man da Weisheit. Deswegen war es ja auch bei manchen Fragen, dass ich auch nicht hundertprozentig jetzt genau sagen konnte, ab dem Zeitpunkt ist es so und ab dem Zeitpunkt so. Und es wird halt irgendwo eine Grenze geben. Ich würde ganz gerne noch einen Punkt kurz ansprechen, der war noch aus deinem Opening Statement. Und zwar hast du darüber angesprochen, dass man über Moral nicht abstimmen kann und auch nicht der Markt da entscheiden sollte. Und da stimme ich dir komplett zu. Also ich glaube nicht, dass das quasi meine Gegenthese ist, der Markt soll jetzt über Moral entscheiden oder so. Wobei ich vielleicht sogar noch ein bisschen einhaken will, in einem gewissen Maße kann das natürlich schon so sein. Es gibt ja das biblische Prinzip von das, was du sähst, erntest du und die Früchte, die deine Taten hervorbringen. Das heißt, es wird auch bei manchen moralischen Dingen schon ein gewisses Selektionsverfahren einfach dadurch geben, dass, wenn Leute unmoralisch leben, das manchmal zu Dingen führt, die dann auch zu dem Niedergang deren Familie oder deren Kultur oder deren Teil der Kultur, Subkultur oder was auch immer führen kann. Und dass man deswegen sozusagen das Gericht Gottes das einfach dem übergeben kann. Aber ein anderer Punkt, da könnte ich sonst auch gleich nochmal vorstellen, den habe ich mir auch immer aufgeschrieben, nochmal raussuchen, den wir nämlich im Neuen Testament auch immer wieder finden. Gerade bei Paulus, er spricht sehr viel über das Gewissen und sagt, dass wir einfach so handeln sollen, dass wir mit unserem Gewissen im Reinen sind. Das heißt, wir haben den Heiligen Geist als Christen bekommen und manchmal, das gab es auch schon im Neuen Testament, dass sie sich gestritten haben über bestimmte moralische Fragen und dann haben sie einfach gesagt, okay, du solltest einfach so handeln, dass wenn du das Gefühl hast, ich kann mich vor Gott rechtfertigen. Am Ende des Tages müssen wir das dann, wenn wir im Himmel stehen, als wenn einer lügt und sagt einfach oder ignoriert den Heiligen Geist in sich, dann wird er sich vor Gott dann rechtfertigen müssen, wenn er eines Tages tot ist. Das ist auch ein Prinzip, wie wir diese Probleme lösen können. Es ist weder mit Abstimmen noch mit irgendeinem Marktmechanismus, sondern einfach zu sagen, okay, Leute müssen sich an ihr eigenes Gewissen halten. Natürlich jetzt nicht bei Mord und so weiter, das ist hoffentlich klar, dass ich das in dem Sinne nicht meine. Aber bei all diesen Fragen, wo Dinge eben nicht so eindeutig sind, nicht so klar sind, dort hast du dein eigenes Gewissen. Und wenn du eine Beziehung zu Gott hast, du hast eine Beziehung zu Jesus, du liest die Bibel, du studierst die Bibel, dann musst du natürlich dich selber und dein eigenes Verhalten hinterfragen. Und wenn du dein Verhalten sich dann trotzdem im Reinen bist mit dem Gewissen, da gibt es, ich glaube, die eine Bibelstelle, die ich hatte, da ging es um das Fleisch, das man essen darf, dass das geopfert wurde bestimmten Göttern. Und dann sagt er, okay, prüfe einfach dein Gewissen. Wenn du das kannst, dann kannst du es machen. Und wenn du es nicht kannst, dann lass es halt lieber. So, ne? Und das das denke ich, ist auch eine Möglichkeit, eine dritte Option, wie man solche Probleme lösen kann. Ja, das Gewissen muss natürlich auch informiert sein. Das ist dabei natürlich mitgedacht. Und das denkst du ja auch mit, wenn du sagst, bei Mord geht es natürlich nicht. Also die Gewissensbildung ist da auch wichtig. Und das ist ja auch so ein Punkt, warum ich finde, dass der Staat zumindest auf dem Papier auch härter durchgreifen sollte. Also es muss, auch wenn er sich immer durchsetzen kann. Wie gesagt, mir ging es darum, ich kann die Grenzen nicht ziehen aus Gründen der Weisheit, des Pragmatismus. Bei dir ging es mir aber eher so um das Prinzip. Ich würde sagen, wenn ich es könnte, wenn ich so weise bin, wenn ich die Macht habe und so, dann würde ich natürlich durchziehen, so als Monarch. Aber zumindest auf dem Papier sollte der Staat auch ein bisschen die Moral vorleben, eben das Gewissen bilden. Es sollte zum Beispiel verboten sein, Pornografie oder so. Wenn du es natürlich heimlich dir holst und zu Hause konsumierst, kann der Staat natürlich nicht durchgreifen, aber es sollte verboten sein. Wenn irgendwo eine Firma das herstellt im Staat, dann sollte er dagegen vorgehen, vielleicht einen Internetfilter machen und solche Sachen halt, dass zumindest auf dem Papier klar ist, okay, das ist eigentlich ein Verbrechen. Und
so war das ja auch bei der Abtreibung in Deutschland die ganze Zeit. Eigentlich ist es ja in Deutschland ein Verbrechen. Und das zieht die Leute dahin, dass sie so ein bisschen Respekt noch davor haben, dass sie denken, ah, ist ja eigentlich ein Verbrechen, ich bin eigentlich kriminell. Auch wenn es nicht bestraft wird, was blöd ist, aber zumindest ist immer der Gedanke in den Leuten, ja, eigentlich bin ich jetzt ein Verbrecher, wenn ich abtreibe. Ja, also, ja, aber Abtreibung stimme ich dir da natürlich zu. Ich würde, ja, also, hast jetzt noch was Neues an der Stelle eingebracht? Genau, also vielleicht kurz als Antwort darauf. Ich persönlich denke nicht, dass wir Klarheit dadurch haben, dass es jetzt plötzlich im Gesetz steht. Also die Klarheit haben wir dadurch, dass wir die Bibel haben, dadurch, dass wir christliche Tradition haben, dass wir Theologie haben. Dadurch haben wir Klarheit darüber, dass bestimmte Dinge unmoralisch sind. Die Dinge, die wir nicht unabhängig von dessen sogar schon wissen. Also bestimmte Moral, glaube ich persönlich, hat man auch ohne die Bibel, die kann man auch ohne die Bibel herausfinden, dass bestimmte Dinge falsch sind. Aber bestimmte Dinge, da haben wir einen Vorteil gegenüber den Nichtchristen. Und die haben wir daraus, wir brauchen das nicht. Also ich weiß, dass bestimmte Dinge falsch sind, zum Beispiel Pornografie, und dafür brauche ich nicht, dass das in irgendeinem Gesetz steht, damit ich das weiß. Und naja, ja, ich glaube, dass Leute, die denken, aber Leute, die keine Christen sind, denke ich nicht, dass sie auf einmal denken, ja, das ist falsch, weil es im Gesetz steht. So, also das vielleicht ganz wenige, aber es gibt auch viele Leute. Ich denke schon, dass das eine Gesellschaft prägt. Ich sehe das in anderen Ländern, wo viele Sachen noch viel mehr tabu sind, weil es eben auch von der Gesellschaft so verlangt wird. Aber ich würde vermuten, natürlich, dass das in diesen Gesellschaften ist das eher, dass das in der Kultur schon sowieso so ist, dass es verpönt ist. Es kann von der Religion kommen, so. Aber auch wenn die Religion schon weg ist oder reduziert ist, wie bei uns im Westen, so ist dann zumindest noch der Staat, der dann die Kultur ein bisschen formt. Also die Religion kann die Kultur formen und der Staat auch. Und wir sollten gucken, also ich denke eher, ganze Moraldinger in den Staat auch mit reinbringen. Ich denke eher, dass es umgekehrt ist. Es ist einfach noch ein kulturelles Relikt. Und wenn die Kultur das irgendwann nicht mehr als problematisch ansieht, dann verschwindet das mit der Zeit dann immer noch aus dem Staat wieder. Ich denke eher nicht, dass es daran liegt, dass die Leute das jetzt noch für falsch dann halten in seinen Kulturen, weil das noch ein Gesetz ist, sondern weil sie auch aus dieser Tradition kommen, aus dieser Kultur herauskommen, und dass das noch Relikt ist. Aber das da kommen wir eigentlich ganz nah an einen weiteren Punkt, Ich meinte halt, dass der Staat da konservierend wirken kann, dass die Kultur nicht so schnell verfällt, wenn von beiden Seiten quasi Druck ist, von der Kirche, Moralinstanz, und von dem Staat, Gesetzgeberinstanz. Dann kann die Kultur nicht so schnell zerfallen. Okay, da kann ich einhaken. Da habe ich nämlich noch eine Frage an dich. Und zwar, du hast jetzt auch zum Beispiel schon über einen christlichen Nationalstaat gesprochen, mit einem König oder so. Und da, die Sache ist, das haben wir ja in der Geschichte gehabt, also die historische Frage. Wir haben solche Staaten in der Vergangenheit gehabt. Und mein Blick auf die Geschichte ist, dass das nicht wirklich gut funktioniert hat, dass die Leute deswegen jetzt nicht, dass die Staaten deswegen nicht unbedingt moralischer waren, dass die Menschen sich nicht unbedingt deswegen mehr daran gehalten haben. Wenn wir auch allein auf das Verhalten der Kirche selber gucken, auf das Verhalten von Päpsten und so weiter und so fort, die hatten Mätressen, uneheliche Kinder, die haben alle möglichen Pamphlete aus der Zeit, was in Klöstern abgegangen ist teilweise, also da, wo sogar die strengsten Regeln sozusagen galten, wo ich ja sogar dafür bin, dass dort die Regeln gelten, aber selbst dort haben sich Leute nicht dran gehalten. Und wenn also das Ziel ist, es jetzt irgendwie mit diesen Regeln dieses Verhalten zu produzieren, dann schien es auch in der Vergangenheit, selbst mit staatlicher Autorität, selbst mit all diesen Gesetzen und Regeln, gar nicht funktioniert haben. Die Leute haben sich trotzdem nicht dran gehalten. Da bin ich anderer Meinung, wenn wir uns anschauen, also natürlich bin ich anderer Meinung, was da diese Beispiele angeht. Das gab es und das gibt es immer, klar. Ich bin ja kein Utopist. Aber ich denke, unsere Jahrhunderte sind viel schlimmer. Schau dir den Abtreibungsmassenmord an, findest du im Mittelalter nicht. Die ganzen Weltkriege, die ganze überbordende Sozialismus, ne? Das kommt ja auch teilweise daher, weil die Leute eben gezwungen werden müssen, den Armen zu helfen, weil sie es vielleicht auch selber quasi nicht mehr tun. Also im Mittelalter war die Welt durchaus besser, würde ich sagen, als heute. Das ist interessant. Also
Ich würde sagen, vielleicht in mancher Hinsicht sicherlich nicht. Das ist ja das, so ein krasses Urteil wie besser oder schlechter, das kann ich gar nicht fällen. Was mit einem, es war halt anders. Und es gab viele Dinge, die sicherlich schön waren, es gab viele Dinge, die schlecht waren. Und das Mittelalter war auch sehr viel diverser, zumindest was die Politik anging. Je nachdem, wenn du ein paar Kilometer weiter gereist bist, hat sich schon das politische System in mancher Hinsicht sehr stark ändern oder anders aussehen konnten. Konnte es schon sehr stark anders aussehen. Also das war deswegen sehr schwierig. Aber was ich denke, ist, dass wir heute ja auch, oder die Ursache davon, von den Dingen, die du als negativ siehst, sehe ich auch eher in einem kulturellen als in einem staatlichen Problem. Also ich denke, dass die Ursachen davon sehr Säkularismus sind, der vor allem von den Universitäten herkommt, die ich ja vom Staat losgelöst haben will. Und ich sehe, dass es eher so akademische Ideen sind, die Menschen über Jahrhunderte infiltriert haben. Auch ein großer, auch wichtige Teile. Ja. Das ist ja ein Punkt schon. Im Mittelalter wäre das nicht gegangen, dass du eben deine heretischen Ideen halt hinaus posaunst, weil dann der Staat, der christlich geprägt ist, hätte dazwischen gefunkt. Und jetzt könnte man sagen, gut, das Mittelalter wurde ja irgendwann mal auch abgeschafft. Anscheinend hat das nicht so perfekt funktioniert. Keine Ahnung, vielleicht muss man geschichtlich pessimistisch sein, aber auf jeden Fall würde ich sagen, es hat besser funktioniert als heute, wo wirklich jeder Mist propagiert wird, ohne jegliche Grenzen. Ja, das ist auch noch eine Frage, die ich an dich hatte, doch von deinem Opening Statement hatte ich mir das hier mit notiert. Und zwar, wie stehst du zu Blasphemie? Also findest du, dass Blasphemiker oder jemand, der Blasphemie betreibt, sollte der verbrannt werden? Oder jemand, auch ein Heretiker, also Leute, fändest du es richtig, hätte man Luther geschafft, damals zu verbrennen zum Beispiel? Es kommt drauf an, also in der Apologetik, wenn immer Giordano Bruno und sowas mir vorgehalten wird, zeige ich, dass diese Leute, die dann tatsächlich verbrannt wurden, dass das eigentlich sowas wie heutzutage Terroristen waren. Es wurde nicht jeder Heretiker einfach so verbrannt, sondern es waren dann schon Leute, die wirklich Rebellionen erzeugt haben. Und ja, da bin ich dafür, dass eben Terroristen, Rebellen, dass die zumindest aus dem Weg geräumt werden. Das ist ja die Frage, wieder pragmatisch, Todesstrafe und so weiter, ob man die nicht auch einfach einsperren kann. Damals war das vielleicht nicht so möglich von den Ressourcen. Heute geht das eher. Wieder alles quasi Weisheitsfragen. Aber ja, ich würde sagen, in Luther hätte man aus dem Weg räumen müssen irgendwie. Dann wären Hunderttausende weniger gestorben zu der Zeit. Okay, also du meinst, also Todesstrafe sollte es nicht für falsche Ideen geben, durch das Verbreiten also von falschen Gedanken. Also nicht unbedingt, ich bin nicht dagegen. Ich bin nicht unbedingt dagegen, aber zumindest muss er weggeschafft werden. Aber jetzt im Knast sitzt oder sonst was, ist dann halt, muss halt pragmatisch schauen. Also. Ja, das Problem, was ich damit sehe, ist, dass die Realität am Ende des Tages ja doch nicht immer ganz eindeutig ist und dass wir deswegen ja die Freiheit der Ideen brauchen. Also wir müssen die Freiheit haben, dass Leute auch anders denken können, dass Leute eine andere Meinung haben können, weil nur so wir die Möglichkeit haben zu merken, wenn wir irgendwo falsch liegen. Also ganz praktisch auch aus christlicher Sicht, wenn wir jetzt die Bibel falsch interpretieren oder aus einer katholischen Sicht, wenn man die heilige Tradition falsch interpretiert oder so. Und wenn dort eine Autorität ist, die plötzlich sagt, wir verbrennen oder wir töten oder wir exkommunizieren oder was auch immer, Leute, die heretische Gedanken verbreiten, und die waren eigentlich gar nicht im Nachhinein heretisch, dann ist das natürlich ein Problem, weil man bleibt dann selber auf den heretischen oder den falschen Denkweisen hängen, weil man jetzt die Leute, die eigentlich einen helfen wollten oder vielleicht auch eine falsche Position hatten, aber die trotzdem richtige Dinge kritisiert haben oder so, nicht mehr zu Wort lässt. Und das führt in meinen Augen zu haufenweise Problemen, weil keiner von uns hat Monopol auf die Wahrheit. Na gut, ich weiß nicht, ob du das sprechen würdest. Das ist der große Unterschied zwischen Protestanten und Katholiken. Als ich noch Protestant war, war ich eigentlich so gut wie 100% deiner Meinung. Als ich Katholik wurde, fing es überhaupt erst an, dass ich sowas so geliebäugelt habe, zum Beispiel Monarchie und so weiter. Weil eben dieser Relativismus weggefallen ist. Als Protestant war immer so ein gewisser Relativismus da. Deswegen Leben und Leben lassen, deswegen Religionsfreiheit und so weiter. Es ist quasi, steckt schon im protestantischen Gen, weil
man überleben muss als Protestant. So. Weil Protestantismus, sagte schon der Name, ist Protest, ist Rebellion. Und als ich Katholik wurde, habe ich quasi Zugang zum Monopol der Wahrheit bekommen. Deswegen als Katholik würde ich sagen, schon, wir wissen durchaus schon Sachen unfehlbar. Und das ist eben der Rahmen, den ich stecken würde. Deswegen gab es ja auch so die Inquisition. Die Inquisition hat niemanden umgebracht, sondern die Inquisition war quasi ein Gutachter für die staatliche Instanz, die dann entscheiden konnte, wie man eben mit einem Heretiker umgeht. Und ja klar, nicht der Staat sollte jetzt willkürlich entscheiden, sondern schon die Autorität, die Kirche, die sollte über Sachen, Fragen von Häresie und so weiter entscheiden. Und der Staat kann dann gucken, okay, ich habe jetzt hier Heretiker, sind die jetzt rebellisch, sind das jetzt Terroristen, was mache ich mit denen? Soll dann der Staat selber entscheiden. Aber natürlich, ich gehe immer von einem katholischen Staat aus, von einem katholischen Monarch, jetzt nicht von einem kommunistischen Staat oder so. Ich bin auch gegen natürlich ein autoritäres kommunistisches Regime, bin ich natürlich dagegen, klar. Okay, ja, also da hast du wahrscheinlich den Nagel auf den Kopf getroffen. Das ist ein Punkt, wo wir sehr weit auseinandergehen, ne? Weil ich denke, dass die katholische Kirche keinen monopolistischen Zugriff auf die Wahrheit hat und dementsprechend auch eigentlich niemand anders. Das ist leider ein Dilemma einfach der Realität. So würde ich das sehen, dass keiner sich hundertprozentig sicher sein kann. Das gibt keinen hundertprozentig, gut, da würdest du mir wahrscheinlich sogar zustimmen, aber auch epistemisch gibt es halt keinen sicheren Weg. Das heißt, am Ende des Tages müssen wir Dinge ausdiskutieren. Mhm. Ich bin aber kein Relativist im Sinne von, dass ich sage, die Wahrheit ist relativ. Ich sage nur, ja, keiner das heißt, das auch direkt zu. Genau, das ist mir nur wichtig, richtig zu stellen. Also ich bin nicht relativistisch im Sinne von, die Wahrheit ist relativ, die Wahrheit ist objektiv, es gibt nur eine Wahrheit, aber ich bin Relativist in der Hinsicht, aus einer epistemischen Sicht, keiner kann hundertprozentig sicher sein, dass er die Wahrheit gefunden hat. Wir alle müssen immer weiter diskutieren und hoffen, dass jemand gute Gegenargumente bringt, damit wir noch näher an die Wahrheit rankommen. Ja, da sind wir uns, glaube ich, einig. Was ich eigentlich gerade gemacht habe, war jetzt nur auf dem Street-Level sozusagen. Also du bist quasi für mich das, was jetzt ein ungläubiger Anarchist für dich wäre. Wenn der sagen würde, Wahrheit ist doch relativ, würdest du sagen, nee, bestimmte Sachen können wir schon wissen anhand der Bibel, Mord ist falsch, Abtreibung ist falsch und so. Und so wie du zu ihm stehst, wo er kommt mit Relativismus, du sagst, nee, hier Wahrheiten gibt's, so stehe ich zu dir, dass ich sage, wir haben schon noch ein paar mehr Dogmen als ihr. Im Prinzip haben wir eigentlich dieselbe Position, nur dass bei mir ein bisschen eingeengter ist, weil ich eben sage, die Kirche hat viel definiert, was jetzt ein Sola Scriptura Christ nicht direkt erkennen kann. Ja, der Unterschied ist halt, wenn du die katholische Kirche hast, hast du eine Institution, die zumindest von sich selbst behauptet, sie kann Wahrheiten produzieren und die unfehlbar sind und dementsprechend kann sie natürlich auch bestimmte Urteile fällen, wenn du die eine andere Institution nicht kann. Also wenn die katholische Kirche sagt, wir haben das ist hundertprozentig oder sagen wir mal zumindest zu 99%, das ist falsch und das führt zu ganz schlimmen Dingen, dann können wir das, kann man dementsprechend natürlich auch urteilen. Aber wenn man in einer anderen Lage ist, wie ich jetzt zum Beispiel, und sagt, ich denke, dass das falsch ist, ich mache das für mich selber nicht, ich ermutige andere, es nicht zu tun, aber es könnte auch sein, dass ich falsch liege mit der Sache, dann werde ich natürlich anders auch den Staat ausrichten, weil ich in der Vergangenheit auch schon erlebt habe, dass ich bei bestimmten Dingen falsch lag und ich will natürlich keine Todesstrafe oder Gefängnisstrafe für Dinge, die Leute nur getan haben. Mhm. Ja. Da kannst du auch falsch liegen, wenn du so vorgehst. Mhm. Wieso bist du dann dafür, dass man Abtreibung bestraft? Könnte ja sein, dass du theologisch falsch liegst. So. Ja, auf jeden Fall. Also es gibt natürlich ein Level an Sicherheit. Ne? Ich glaube nicht, dass es hundertprozentige Sicherheit gibt. Das lehne ich ab. Da sind aber wir uns einig, epistemologischer. Genau, aber ich denke, man kann, bei manchen Dingen ist man sich schon sehr, sehr sicher. Und in dem Fall, das ist, also gerade Abtreibung basiert ja auf sehr, sehr objektiven Daten. Das ist ja auch interessant, dass in der Kirchengeschichte es eigentlich lange Zeit auch die Idee gab, dass ein Kind, wenn es jetzt noch ganz frisch, also oder wenn gerade die Befruchtung stattgefunden hat quasi, dass noch nicht unbedingt dort eine Seele ist und so weiter. Ich glaube, Augustinus oder so hat darüber mal gesprochen und so noch andere. Da gab es auch so eine, ich glaube, es kam von Aristoteles ursprünglich so eine Lehre, dass es irgendwie erst ab Monat 3 oder sowas ist oder so. Ist ja auch nicht so wichtig. Was ich nur damit sagen will, ist, der Grund, warum wir heutzutage oft Christen dort so hart sind, ist tatsächlich Wissenschaft. Also wir haben jetzt gemerkt, okay, wir wissen, Leben ist heilig und jetzt ist noch
die Wissenschaft dazu gekommen und wir merken, okay, Leben beginnt ab der Befruchtung. Und da sind die Fakten einfach so eindeutig. Und wenn man sich unsicher ist, gerade bei Mord ist das so eine Sache, wenn du dir unsicher bist, ist es ein Mord oder nicht, dann im Zweifel lieber nicht morden. Das, denke ich, ist im Prinzip, dass man bei solchen Arten von Böshaftigkeit und Ungerechtigkeit tut. Also wenn ein Jäger irgendwo ist und er ist sich nicht sicher, rennt da ein Kind durch den Wald oder ist das ein wild gewordener Hund, im Zweifel nicht schießen. Ja, wir würden, wenn er dann sagt, ja, ich dachte, das wäre ein Hund, war mir nicht ganz sicher, würden wir ihn bestrafen. Weil so ist es natürlich bei Abtreibung auch. Selbst wenn wir uns nicht ganz sicher sind, würden wir sagen, ja, Zweifel aber lieber lassen. Weil es könnte ein Mensch sein, es könnte, dass du hier was Heiliges tötest. Das darf nicht sein. Ja, aber die Wissenschaft sagt nicht, wann eine Seele in diesen Menschen kommt. Das ist rein religiös. Und aber wir sind uns eigentlich einig im Prinzip. Ich mache nur die Grenzen an, dass ich sage halt schon, wir können viele Sachen sehr gut wissen, auch auf dem Street-Level halt, natürlich epistemologisch nicht, aber auf dem Street-Level, sage ich mal, können wir sehr viel wissen als Katholiken. Und du kannst halt ein bisschen weniger wissen, weil du nur so das Skriptura vertrittst. Aber eigentlich sind wir uns einig. Ja. Also ich glaube, wir haben so ein paar andere Perspektiven natürlich auf die Bibel dann. Also, aber wir sind uns bei so ein paar Grundpunkten einig. Und ich denke, wir werden damit sogar, also diese Grundpunkte, die würden wir wahrscheinlich sogar mit einem Atheisten oder mit, okay, einem Atheisten, der kein moralischer Relativist ist. Also mit jedem, der kein moralischer Relativist ist, würden wir diese Grundpunkte teilen. Nämlich, dass Dinge, die falsch sind und böse sind, dass sie bestraft gehören oder dass da zumindest eine Konsequenz gegeben muss, auch staatlich. So, wenn sie zu Ungerechtigkeit führen und so weiter und so fort. Ne? Und bei mir ist halt der Punkt, dass ich sage, es gibt aber irgendwo eine Grenze und du erkennst ja auch an, dass es diese Grenze gibt, wo Dinge einfach so uneindeutig sind und auch irgendwo der Punkt sein muss, wo man sagen muss, okay, hier hast du eine persönliche Verantwortung dafür, dich moralisch zu verhalten und es ist nicht die staatliche Verantwortung, dafür zu sorgen, dass du dich hier moralisch verhältst. Das ist, glaube ich, das, was wir beide sehen. Wir ziehen dann halt die Grenzen irgendwie sehr an unterschiedlichen Punkten. Auch wenn wir beide sie nicht hundertprozentig bestimmen können, gibt es halt so ein Puffergebiet, ist halt meine Grenze irgendwie weiter hier und deine ist mehr weiter hier und ich sage, wir müssen sehr, sehr viel Freiheit noch lassen und du sagst irgendwie, wir können deutlich weniger Freiheit lassen und können einfach, weil du vielleicht auch mehr Vertrauen darin hast, dass diese Dinge zu guten Ergebnissen führen, wenn du die so machst. Und ich habe da sehr starke Zweifel, wie gesagt, auch historisch habe ich starke Zweifel daran, dass das zu guten Ergebnissen führt, so viel Zwang auf Menschen auszuüben. Ich glaube, das könnte man jetzt auch aus der Pädagogik herleiten und solche Dinge, dass man Leute dazu zwingt, das Richtige zu tun, hat das oft eher negative Konsequenzen für deren Entwicklung und so weiter und so fort, als wenn sie lernen, es zu tun aus freien Stücken. Vielleicht kann ich da noch einen Punkt zu sagen, also das habe ich schon mal in unserem Privatgespräch mit uns auch benutzt, das Beispiel, es gibt in Philemon diese Geschichte von Onesimus, der ein Sklave ist, und dann sagt Paulus, schickt ihn wieder zurück zu seinem Herrn, zu Philemon, und sagt ihm, nimm Onesimus zurück, aber nimm ihn nicht mehr als einen Sklaven zurück, sondern als einen Bruder. Ja? Und dann sagt er ihm, aber ich könnte dir das befehlen, weil ich bin ja der Apostel, Paulus, ich kann es befehlen, aber es hätte viel, viel weniger Wert und deswegen sollst du es aus freien Stücken tun. Ich werde es dir nicht befehlen, du sollst es aus freien Stücken tun. Und das ist ein Prinzip, das ich schon immer wieder in der Bibel finde, wo ich sage, es ist viel besser, wenn die Leute es aus freien Stücken tun, das führt zu besseren Gesellschaften, es führt zu einem besseren Herzen, es führt zu weniger Heuchelei. Und so viel wie möglich wir als Gesellschaft erlauben können, sollten wir auf freiwilliger Basis erlauben. Und nur das, was halt wirklich, wo wir sagen, das kann nicht auf freiwilliger Basis laufen, wenn Leute freiwillig entscheiden, ob sie morden oder nicht, dann sind wir uns, glaube ich, beide einig, das funktioniert nicht. Aber viele andere Dinge können wir auf Freiwilligkeit laufen lassen und die sollten wir auch auf Freiwilligkeit laufen lassen. Gut, das mit Onesimus war jetzt wieder ein Pastoral, das war halt wieder ein innerkirchliches Ding im Ermessen des Pastors Paulus dann eben. Wir sind ja strenger innerhalb der Kirche als zu denen, die nicht innerhalb der Kirche sind. Also wir haben ja viel strengere Regeln. Das heißt, wenn Leute außerhalb der Kirche sind, dann sollten wir noch mehr laissez-faire sein. Dann sollten wir noch mehr dem erlauben, als denen, die innerhalb der Kirche sind. Kommt drauf an. Auch innerhalb der Kirche gibt es ja die Unterschiede. Also es ist viel im Ermessen des Pastors. Gerade was auch Neulinge das im Glauben angeht,
Ja, in der Kirche sollte es strenger sein, aber wir sehen in der Kirche, dass auch eine ganz, ganz geringe Strenge herrscht bei Neubekehrten. Zum Beispiel Apostelkonzil, wo die sagen, man soll denen nur das und das befehlen und sonst erstmal nichts. Den Rest lernen sie schon. Wir wissen halt nicht, wie das da war mit dem Onesimus und seinem Herrn. Vielleicht hatte Paulus da eben pastoral die Entscheidung getroffen, weil eben die Strenge vielleicht sonst geistliche Schäden für diese individuelle Person gehabt hätte. Können wir jetzt alles nicht wissen, klar. Was würdest du dem einen Argument, das habe ich schon vor einer Weile mal gebracht, da habe ich glaube ich noch keine so richtige Antwort von dir drauf gehört, sagen, dass wir ein Licht sein sollen für die Nichtchristen, und zwar mit unserem Verhalten. Und wenn das, was unser quasi der christliche Standard ist, jetzt auf einmal Gesetz wäre, dann haben wir gar nicht mehr die Möglichkeit zu zeigen, dass so zu leben, wie Jesus das von uns verlangt, wie Gott das von uns verlangt, viel besser ist. Nein, nicht unbedingt. Auch vorhin zu deinem Erziehungsargument. Man kann ja beides haben. Man kann einerseits das harte Gesetz haben und andererseits trotzdem Vorbild sein. Das sehen wir auch im Alltag. Schau, wir haben harte Steuergesetze in Deutschland. Ne? Ich glaube, es gibt kein Land mit härteren Gesetzen. Auch die Strafen sind relativ hart. Ne? Und trotzdem können Christen immer quasi damit glänzen, indem sie halt zeigen, wir tun die Steuererklärung ordentlich ausfüllen und so. Und auch die Leute darauf hinweisen, wenn sie eben da Betrug begehen. Selbst in diesen ganz hart regulierten Gebieten können Christen weiterhin glänzen. Und deswegen lässt sich dieses Argument nicht gelten. Und auch da können Christen erzieherisch tätig sein und so weiter, selbst wenn das Gesetz eigentlich schon harte Grenzen setzt. Ja, ich frage mich, ob man so richtig glänzt als Christ, wenn man seine Steuererklärung gut ausfüllt. Vielleicht gilt man sogar eher als Spießer oder weiß ich nicht was. Wenn du vom Libertären kannst du jetzt da nicht so glänzen, aber ich sage jetzt, es war jetzt ein Beispiel. Aber zum Beispiel Familienstrukturen ist ja eigentlich ein schönes Beispiel. Also wenn wir sehen, die einen halten sich nicht an die christlichen Werte und die anderen halten sich. Und ich muss tatsächlich sagen, ich habe einige nicht christliche Freunde, ich habe christliche Freunde und da sind in letzter Zeit auch so ein paar Querverbindungen entstanden in den letzten Jahren. Und selbst da habe ich aus diesen nicht-christlichen Kreisen manchmal gehört, so, wir finden das zwar irgendwie alles nicht so gut, aber irgendwie, wenn ich da hätte, zum Beispiel hat mal eine nicht-christliche Freundin von meiner Frau gesagt, ich glaube, ich würde die bei euch mit in die Kirche schicken, weil ich finde das gut, wenn die mit diesen Werten aufwächst, wie das bei euch so ist. Ne? Dort haben auch Leute schon gesagt, dass sie irgendwie erstaunlich finden, wie viele gesunde Familien es da gibt und so. Also das sind so Dinge, die dann auffallen. Und die fallen natürlich vor allem dann auf, wenn es die Freiheit gibt, auch anders zu leben. Dann sieht man, oh krass, so, und das ist ja auch wieder so ein Zeugnis für den Glauben, für das Evangelium. Krass, die haben das nicht hergeleitet von irgendeiner krassen Philosophie, von weiß ich nicht mehr. Die haben es einfach in einem Buch gelesen, in der Bibel oder aus der christlichen Theologie herausgenommen. Leben danach und es produziert diese schönen Familien, diese guten Werte, diese Kinder, die oft sich viel selbstbewusster sind und fröhlicher und all das Ganze, das geht daraus hervor und andere sagen dann, oh, das finde ich toll, ich will sogar meine Kinder dahin schicken, so, ne? Selbst wenn ich selber nicht dran glaube, die sollen auch damit aufwachsen. Und das ist ein Licht, das man sein kann in diesen Fällen und das ist nicht ganz, dieser Kontrast wird nicht ganz so deutlich, wenn man gezwungen ist, in diesen Verhältnissen zu leben, wenn man gezwungen ist, in diesen Familienstrukturen zu leben. Ja, vielleicht aber auch nicht, weil vorhin hattest du so viel mit der Heuchelei argumentiert und nach deiner Theorie würde ja dann in einer Zwangsgesellschaft sehr, sehr viel geheuchelt werden und da könnten Christen genauso gut im Kontrast dazu sein, wenn die Leute merken, oh, die heucheln das ja gar nicht vor wie wir, sondern die machen das ja ernsthaft. Ja, genau, das denke ich auch. Man könnte immer noch in einem gewissen Maße glänzen, aber ich glaube, der Unterschied wird nicht ganz so deutlich mehr sein. Also man wird es nicht so ganz offensichtlich sehen, dass, weil du siehst ja nicht mehr den Unterschied zwischen, sie halten sich an diese Strukturen und was passiert, wenn man sich nicht an die hält, weil offiziell halten sich alle dran und deswegen sieht man gar nicht den Unterschied. Aber wenn Leute sich nicht dran halten und man sehen kann, wohin das führt, dann wird auf einmal die sich dran halten, werden zu einem Licht, wie so ein Leuchtturm, wo man sich daran orientieren kann und sagen kann, oh, so wie die leben, das scheint zu guten Dingen zu führen. Hier probieren andere alles, vielleicht dann doch wieder ein bisschen Marktmechanismen, die dann da auftauchen. Vielleicht ist es was ich gerade vorschlage, aber die sehen dann, ja, okay, ich sehe ja,
wo diese Familien landen, die ganz andere Strukturen haben. Wir haben drei Elternteile und wir sind offen und all das Ganze, was man heutzutage rumprobiert. Und ich glaube, es wird nicht lange dauern, bis die Leute rein. Das führt zu nichts Gutem. Aber bis dahin sind halt schon sehr viele Leben ruiniert. Nur um mehr Kontrast abzubilden, nimmst du da quasi in Kauf, dass ganz viele Leben ruiniert werden. Ich höre dir weiter zu. Ich sage halt, ja, dann haben wir halt weniger Kontrast, aber immer noch genug Kontrast, dass man Dinge erkennen kann, Unterschiede. Aber vor allem wird die Gesellschaft auch am Leben erhalten, weil die dann nicht sofort auseinanderfällt. Ja, das ist jetzt eine spannende Frage, ob das tatsächlich dann am Ende so sein wird oder nicht. Ja, das wäre dann auch sehr interessant, da müsste man jetzt tief in auch historische Daten eingehen, weil man hat ja eigentlich recht viel mit Material. Wir haben ja beide da festgestellt, dass wir das da unterschiedlich wahrnehmen, wie da die Geschichte gelaufen ist. Aber da habe ich auch nicht genug Expertise jetzt für. Aber das fände ich spannend. Also wenn man jetzt das noch tiefer reingeht. Man sieht doch schon die Folgen. Also man kann das schon die Folgen sehr gut sehen. Wo hast du einen Holocaust? Wo hast du ein Babychaos? Wo hast du, irgendwelche Patchwork-Familien? Das ganze Zeug im Mittelalter. Es gab ziemlich viele schlimme Dinge, die im Mittelalter passiert sind. Also, selbst die schlimmsten Dinge, die man immer wieder anführt, selbst die verblassen. Nimm die ganzen, von mir ist die Inquisition, wenn du, also ich bin dafür, aber wenn du meinst, ja, das war alles irgendwie Mord, nimm die paar tausend Opfer und halt da mal einen Holocaust dagegen. Ne? Ja, aber man muss ja jetzt sagen, zum Beispiel gerade den Holocaust, das ist ja in einem Staat passiert, der sehr, sehr viel sozial reglementiert hat. Die Nazis sind jetzt ja kein laissez-faire Staat gewesen, weder wirtschaftspolitisch noch sozialpolitisch. Dann nimm den Babychaos. Dann nimm den Babychaos im libertären Anarcho-Staat. Nimm, egal. Was ist das? Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich habe davon noch nie gehört, Babychaos. Was ist das? Also quasi der Holocaust der Abtreibung. So. Ach, Baby. Okay. Okay. Ich meine ja eben, dass ein gottloser Staat dann alle möglichen Blüten führt. Ob es jetzt ein anarchistischer Mach-was-du-willst-Staat ist, ob das jetzt ein Nazi-Staat ist, ein Kommunismus, das sind ja alles Folgen daher, dass Europa nicht mehr christlich ist. Aber viele Werte, die die Nazis durchgesetzt haben, gerade was ja auch diese sozialen Werte sind, entsprechen ja den christlichen Werten. Also natürlich nicht der Judenhass und der Rassismus. Dafür tun wir sie ja nicht anklagen. Genau, ja, aber. Das sind ja gerade die Punkte, trotzdem, die man. Aber trotzdem man sind ja. Kann. Ja, aber genau, in diesem Kontext ist ja trotzdem es dazu gekommen. Ne? Also, das heißt, dort hat man einen starken sozialen Staat gehabt, der traditionelle Familienwerte durchgesetzt hat und so weiter und so fort mit Zwang oder mit starker Reglementierung und starkem sozialen Druck und so weiter und so fort. Und das führte zu einem Holocaust. Aber ist es bei all dem Ganzen, auch bei all dem Beispiel, jetzt du genannt hast, nicht klar, dass der. Du jetzt was. Ich hatte für mich so das eine mit dem anderen so. Nur weil die Nazis auch gute Sachen gemacht haben, das hat erstmal mit dem Holocaust nichts zu tun. Das ist ja keine Folge von den guten Sachen, die sie vielleicht gemacht haben. Ne? Erstens das, da ist ja jetzt die Verbindung nicht da. Da wäre eher die Frage, was ist, hätten sie das auch nicht gemacht? Was wäre dann erst noch Schlimmeres passiert quasi? Vielleicht beim Kommunismus, die ja auch hunderte sich Millionen Leute abgeschlachtet haben und dann noch quasi Familien zerstört haben, Familienwerte. Klar, es gibt, man kann überall vielleicht noch irgendwelche Reste des Guten finden, so. Aber da sind es halt Reste irgendwie des Guten oder inkonsequente, ich sag mal, glückliche Inkonsequenzen oder was weiß ich. Aber das kannst du jetzt nicht quasi mit einem mittelalterlichen christlichen Königreich vergleichen. Ja, also das Problem, deswegen habe ich das ja mit den Nazis gerade angesprochen, ist ja, dass es nicht so einfach ist, den kausalen Zusammenhang zu finden. Und das ist auch der Grund, warum ich sage, dass bestimmte Dinge eben nicht bestraft gehören staatlich, weil man den kausalen Zusammenhang einfach nicht klar sehen kann. Das ist ja genau der Punkt, den ich auch eben schon mal angebracht habe, dass ich gesagt habe,
Natürlich sind heute manche Dinge schlimmer, ne? Zum Beispiel Abtreibung. Da haben wir uns massiv verschlechtert. In anderen Bereichen haben wir uns krass verbessert. Also zum Beispiel, was Toleranz von Behinderten angeht. Wenn wir uns da angucken, wie man da im Mittelalter mit Menschen umgegangen ist, das war weit ab von dem, was gut und richtig ist. Also man findet alle möglichen Dinge, aber was ist jetzt die Ursache? Ist die Ursache, dass der Staat sich XYZ verhält? Und das, denke ich eben, ist nicht der Fall, sondern der Fall ist die Kultur und wie die Menschen entscheiden, wie das Herz der Masse ist sozusagen von vielen Menschen. Das ist viel, viel entscheidender. Und der Grund, warum zum Beispiel Abtreibung so legitim ist, ist die Säkularisierung der Kultur. Deswegen wird das akzeptiert. Und du kannst heutzutage auch einen starken Staat haben, der wird dann trotzdem, also wenn das Deutschland zu einem sehr, sehr starken, strengen Staat werden würde, der ganz viel sozial reglementiert, auf dem Weg sind wir auch gerade, hast du trotzdem noch Abtreibung. Und wenn wir aber zu einem Staat werden, der ganz wenig reglementiert, aber wir werden total wieder christianisiert und Leute bekommen wieder christliche Werte, dann hast du wenig Abtreibung. Liegt einfach daran, dass die Leute christlicher geworden sind. Ich verspreche dir, wenn ich mache mich zum König von Deutschland mit derselben Bevölkerung, wirst du wesentlich weniger Abtreibung haben. Ja, wenn du es jetzt bist, spezifisch. Aber da musst du das gute Glück haben, dass jetzt gerade ein christlicher Diktator da ist. Und dann auf lange Sicht kommt irgendein anderer Diktator wieder, der das anders sieht oder so. Ne? Und gerade das ist ja auch ein Problem, dass das Macht immer wieder korrumpiert. Und das sehen wir ja gerade in der Kirchengeschichte, dass das Macht korrumpiert. Und das ist immer auch schwierig, weil selbst wenn die Kirche zu viel Macht hatte, das immer wieder zu Problemen geführt hat. Ja, da wäre ich mir nicht so sicher, was da dein Mittelalterbild angeht. Und wir haben ja auch Regularien. Wenn jetzt ein König schismatisch wird oder so, dann könnte der Papst ihn ja auch exkommunizieren und dann hätte er seine Autorität quasi verloren. So. Das ist immer so ein Zusammenspiel. Ja, das ist natürlich, wenn man glaubt, dass der Papst, ich will jetzt nichts Falsches sagen, wenn man glaubt, dass der Papst da unfehlbar ist, dann ist das natürlich gut. Aber wenn der Papst selber korrupt werden sollte, ist das natürlich schwierig aus meiner Perspektive. Da habe ich da nicht so viel Vertrauen rein in diese Institution. Den Punkt. Selbst wenn du jetzt einen protestantischen Kirchenstaat hättest, sozusagen, also wo die Kirche quasi ein Veto hätte, selbst da wäre es doch wahrscheinlicher, dass quasi so ein presbyterianischer Ältestenrat, der den König absetzen kann, weniger anfällig ist für Korruption als jetzt ein atheistischer Rat wie in der Sowjetunion oder so. Ja, da stimme ich dir zu. Ich bin ja auch dafür, dass Christen in der Politik aktiv sind. Das ist auch meine Meinung. Und ich denke auch, dass wenn Deutschland jetzt sehr christianisiert wird und eine wirklich echte christliche Partei plötzlich die absolute Mehrheit hat, dass Abtreibung ganz schnell verboten wird. Also da wäre ich ja auch für. Das ist ja einer der Punkte, wo wir uns eigentlich waren. Ne? Da bin ich komplett deiner Meinung. Aber bei vielen dieser anderen moralischen Dinge, denke ich, da würde ich dann trotzdem verlangen, dass man dort die Leute freiheitlich entscheiden lässt, wie sie leben. Und dann setzen sich, oder dann zeigt das christliche Leben, dass das das Bessere ist. Das wird dann sichtbar dadurch, dass wir es vorleben. Gut, aber jetzt spiele ich mal Advocatus Diaboli. Angenommen, du bist jetzt da in deinem christlichen Deutschland mit deiner christlichen Partei und ich bin jetzt der Atheist, der jetzt sagt, ja, aber abtreiben, ich glaube ja aus religiösen Gründen nicht, dass der Mensch da eine Seele hat. Das kriegt er dann erst, wenn sein Gehirn gut funktioniert, dann kann man sagen, er ist eine Person und das dauert erst noch ein paar Wochen. Deswegen die ersten paar Wochen darf man abtreiben. Was willst du dann dagegen sagen? So muss ja dann auch ist nicht haltbar, diese Position, wirklich. Also das ist... Ja, schon. Ja, also, du kannst ja nämlich sagen, dass so ein Zellklumpen schon Gedanken hat, jetzt aus naturwissenschaftlicher Sicht. Ja, dann sind wir in der Abtreibungsdebatte, aber ich würde auch die Abtreibungsdebatte im säkulären Weltbild gewinnen. Also das glaube ich nicht, dass das... Also im Bereich Abtreibung hat die Linke oder was auch immer in meinen Augen nur schwache Argumente oder fast nur schwache Argumente. Es gibt da eigentlich nicht wirklich was Starkes in meinen Augen. Also da, egal ob du Atheist oder Christ bist, da gibt es keine sonderlich guten Argumente. Oder du musst halt eine Moral vertreten, die auch so viele andere Dinge legitimiert, die böse sind, dass keiner bereit wäre, das zu machen. Also muss halt entweder komplett inkonsequent sein, unintegrer und totale komische Ausnahmeregelungen für Situationen haben. Oder du
du kannst halt eigentlich Abtreibung nicht wirklich verteidigen. Ich denke immer an diese islamische Position, die, glaube ich, ist, dass erst ab einer gewissen Zeit die Seele eingehaucht wird. Angenommen, das wäre wahr, dann wäre ja Abtreibung bis dahin wie Tiertötung. Ja, ja, das wäre dann in dem Sinne nicht so schlimm, wenn das wahr wäre. Ja, und deswegen, wie willst du das ohne Religion belegen, dass die Seele schon von Anfang an drin ist? Also nur so als Beispiel. Nee, das kann ich ja gar nicht belegen. Also das kann ich auch jetzt nicht belegen in dem Sinne. Wobei, ja, vielleicht kann man ein paar biblische Argumente machen. Aber wenn ich es nicht sicher weiß, dann muss ich mich davon fernhalten. Und alles, was wir wissen, spricht ja eher dafür, dass es sehr, sehr früh zumindest der Fall ist. Aber das ist eben der Punkt. Da bist du genauso ein Theokrat sozusagen, weil dann dein Ältestenrat wird dann die Bibelauslegung nehmen, dass die Seele mit der Befruchtung direkt reinkommt und du stirbst es dann der atheistischen Gesellschaft auf. Nein, das ist das Argument, das ich eben gebracht habe. Also der Atheist weiß ja nicht, ab wann da eine Seele ist, wenn er an eine Seele glaubt. Das heißt, es kann... In dem Fall musst du vorsichtig sein. Wenn, das ist das Beispiel, was ich eben mit dem Hund und dem Kind gebracht habe, dass du den Wald rein. Wenn du es nicht sicher weißt, dann im Zweifel nicht. Wenn wir nicht sicher wissen, ja, ist es ein Atheist, Mensch der nicht an eine Seele glaubt. Wenn ein Atheist ist, der nicht an eine Seele glaubt, aber an eine Person, die Gedanken hat, dann würde er das an den Gedanken festmachen, sobald er irgendwie Gehirn entwickelt ist oder so. Ja, aber dann ist die Konsequenz, dass man auch Leute töten darf, die im Koma sind oder so. Also du hast immer... Ja, das würden wir auch sagen. Das würden die auch sagen. Ja, aber diese... Genau, aber wenn du lang genug presst und zeigst, welche Konsequenzen diese Ansicht hat, dann gibt es kaum noch, also dann gibt es kaum eine Mehrheitsfähigkeit für diese, selbst im aktuellen Geschehen gäbe es eigentlich kaum eine Mehrheitsfindung für Leute, die das wirklich alles zustimmen würden. Ich denke, dass das tatsächlich eher so ein psychologisches Ding ist, warum. Und deswegen trifft man sich ja dann in der Mitte. Deswegen würde ich sagen, ja, Holocaust muss jetzt nicht sein, aber Abtreibung ist schon noch in Ordnung. So haben wir es ja heutzutage. Wir haben quasi so die Mitte, wo quasi noch so die Mehrheit mitgehen kann, aber was schon total unchristlich ist. Es muss ja nicht immer kein Holocaust sein, weißt du? Ja, aber wir haben ja auch keine Mehrheit, christliche Mehrheit. Du hast ja das Szenario gesetzt, dass wir jetzt wirklich eine Mehrheit an gläubigen, ernsthaft gläubigen Christen in Deutschland hätten. Und ich glaube, wenn das der Fall wäre, dann wäre Abtreibung das Thema wäre durch. Dann gäbe es ja kaum Abtreibung. Abtreibung wäre auch illegal. Ich meine jetzt dein Szenario. Was du gemeint hast, ist, wenn es eine christliche Partei gibt, die in Deutschland jetzt zufällig die Macht bekommt. Nicht zufällig, so ich habe gesagt, das ist ja nicht mein Punkt. Also mein Punkt ist der, mein Punkt war der, wenn die christliche Kultur hier wieder zunehmen würde und die Leute werden gläubige, ernsthaft gläubige Christen, und zwar eine Mehrheit, eine absolute Mehrheit in Deutschland, dann wäre das Thema durch. Und dann würde es sich auf die eine oder andere Art und Weise äußern, egal ob es jetzt durch eine Partei wäre oder weil wir eine Privatstadt haben oder weil, was weiß ich, ist egal, was, ein König, was auch immer, wir dann für Pushes, wenn hier die Mehrheit ernsthaft gläubige Christen sind, wahrscheinlich würde sogar ein Drittel reichen, um es deutlich zu machen, habe ich jetzt gesagt, die absolute Mehrheit, dann ist das Thema durch, dann wird Abtreibung hier illegal sein, das wird auch nicht, das kannst du völlig vergessen, das ist egal, was für eine Staatsform du hast, ist egal, ob der Staat jetzt sehr autoritär ist oder sehr laissez-faire, das würde es einfach nicht mehr geben. Okay, ganz zuverlässig. Ist das quasi eine Frage, wo machst du die Grenze des Christseins? Aber um mal meine Position auch deutlich zu machen, dass quasi die Kirche da schon mit reinreden sollte in der Definition. Was ist, wenn ganz viele von diesen Christen halt so liberale Christen sind, die da halt liberal-theologisch argumentieren und sagen, ja, das mit der Seele, das sehe ich jetzt nicht so aus der Bibel. Also, wer ist dann quasi die Autorität, die deine christliche Gesellschaft definiert, wenn es nicht die Kirche ist, wenn es nicht die katholische Kirche ist. Also dann hast du eben diesen protestantischen Relativismus. Das, was ich meinte, ich wollte dir nicht einen Relativismus, so einen krassen Relativismus vorwerfen, wie jetzt irgendeinem Atheisten, aber durchaus schon einen gewissen theologischen Relativismus, den ich halt im Protestantismus sehe und der eben das alles zur Folge hat. Ja. Weil ihr euch nicht mehr traut, was durchzusetzen. Ja, ich würde das ein bisschen ähnlich sehen wie bei dem Punkt eben, wo wir gesprochen haben, es gibt Moral, da hast du eine persönliche Verantwortung und es gibt eine Moral, gibt es eine staatliche Verantwortung, die durchzusetzen, was ich dann mit Gerechtigkeit umschrieben habe. Und da gab es ja diese Grenzstelle, wo es nicht ganz klar ist.
Und so würde ich das auch sehen, wenn du jetzt über diese liberalen Christen, progressive Christen sprichst. Es gibt in meinen Augen Christen, das ist ganz klar, dass das Christen sind, und es gibt einfach welche, die nennen sich so oder haben irgendwie noch so christliche Aspekte, sind aber ganz klar keine Christen mehr. Aber es gibt natürlich auch so eine Mitte, wo man manchmal nicht mehr so ganz sicher ist, wo es nicht so ganz klar ist, wo am Ende dann Gott entscheidet, was das für Menschen sind oder wie man die einzuordnen hat. Klar, aber viele dieser Leute, die du jetzt wahrscheinlich meinst, sind in meinen Augen dann keine echten Christen. Also weil die zum Beispiel Zweifel daran haben, dass Jesus wirklich von den Toten auferstanden ist, weil sie die Bibel nicht als Autorität anerkennen und auch nicht als Wort Gottes und all solche Aspekte. Und dadurch sind sie halt einfach raus. Sie haben ja gar nicht mehr dieselbe Grundlage. Wir glauben nicht mehr an denselben Jesus, wir glauben nicht mehr an dieselbe Grundlage als Kanon. Das ist schon schwammig, diese Grenze. Also es gibt durchaus evangelikale Christen, die dann durchaus so verwässert sind, dass sie sagen, ja, Homo-Ehe und so, da bin ich schon dafür. Die aber sonst eigentlich ziemlich fromm sind. Ja, das gibt es durchaus. Mein Punkt ist halt, mit der Reformation ging es quasi los, dass das christliche Europa demontiert wurde. Ja, also ich habe einfach nicht so viel Angst, das merke ich auch, wir haben ja jetzt beide auch einen bekannten orthodoxen Christen, mit dem wir beide ein bisschen diskutiert haben. Ich habe da sogar mal ein Video mit dem zusammen gemacht, mit dem habe ich auch ein bisschen darüber gesprochen. Ich persönlich habe nicht so viel Angst davor, dass manchmal Grenzen unscharf sind. Das ist für mich auch nicht das gleiche schwammig. Es gibt manchmal unscharfe Grenzen und ich habe damit nicht so ein krasses Problem. Also ja, es gibt Fälle von Christen, wo ich persönlich nicht ganz klar sagen kann, ist er per Definition jetzt Christ oder nicht, aber es ist für mich jetzt auch nicht so ganz entscheidend. Es gibt aber ganz viele Menschen, wo ich es sehr eindeutig sagen kann, sogar die Mehrheit der Menschen kann ich sehr eindeutig sagen, ob sie Christen sind oder nicht, und bei den meisten Christen kann ich auch eindeutig sagen, oder meisten, die sich selber als Christ bezeichnen, kann ich es auch eindeutig sagen, ist es ein Christ oder nicht, und es gibt halt so ein paar, da ist es nicht ganz eindeutig, da ist es halt so ein bisschen blurry, ein bisschen verschwommen. Und wir sind uns auch uneinig innerhalb der Christeneinheit, wo die Grenze genau ist, weil wir halt die Grenze ein bisschen unterschiedlich ziehen und es nicht hundertprozentig klar ist, wo sie zu ziehen ist. Und dadurch entsteht es halt, dieser kleine Streifen ist schwammig, aber der Rest ist eigentlich doch sehr eindeutig. Und da habe ich nicht so viel Angst vor, dass es diesen Streifen gibt. Stört mich nicht. Es ist eigentlich in fast allen Bereichen der Realität so, dass es immer diese weichen Übergänge gibt. Aber da kann ich jetzt ein Argument drauf aufbauen. Also in der katholischen Welt, wenn es diese Unschärfen gibt und es wird mal irgendwie relevant, dann gibt es halt irgendwie ein Konzil oder so und dann wird das halt entschieden. In der protestantischen Welt wird es langfristig dazu führen, dass es halt immer mehr aufgeweicht wird, weil die Grenzen, die vielleicht noch Luther hatte, die wurden dann von der nächsten Generation halt berührt und da hat man halt das Overton-Fenster ein bisschen verschoben, weißt du, ich meine? Und dadurch, dass du quasi diese Grenzen bestehen lassen musst, kann dann die nächste Generation quasi langsam diese ausweiten. Und dann geht es immer weiter, bis wir heute ankommen, wo quasi gottlos ist, die Gesellschaft. Also das erscheint mir immer, ich habe es schon öfter gehört, und mir scheint es immer irgendwie ein Scheinargument zu sein, weil es ja nur ein Labeling ist. Also es ist ja nur, weil die katholische Kirche halt sehr stark labelt, der ist halt kein Katholik mehr und der nicht. Aber natürlich können dann noch progressive Christen sich noch weiter verweichlichen und dann machen die auch irgendwelche buddhistischen Sachen und so fort. Aber das ist ja völlig irrelevant. Das kann ja bei Katholiken genauso passieren, dass die katholische Kirche dann halt ganz scharf sagt, okay, die sind jetzt keine Katholiken mehr. Ab dem Punkt seid ihr keine Katholiken mehr. Wir machen ja, das halt nicht so scharf. Aber das ändert ja nichts mit dem evangelikalen Kern an Christen, die weiterhin an der Bibel festhalten, weiter an Jesus festhalten. An denen verändert das ja nichts, dass irgendwelche anderen Leute abdriften. Das ist für uns egal. Also mein Argument ist halt, dass der Protestantismus quasi dieses Funktionieren zwischen Staat und Kirche, die halt die Gesellschaft zusammengehalten haben, dass der Protestantismus das quasi aufgesprengt hat, weil er eben diese Grenzen auf einmal erlaubt hat und die wurden dann exploited von halt Liberalen ihrer Zeit und so konnte das alles dann quasi abdriften. Okay, also meine Perspektive darauf ist natürlich, ich bin historisch auch nicht super bewandert. Ne? Ich habe ein paar Dokus gesehen, habe ein bisschen was mal dazu gelesen, ein paar Vorträge zum Thema gehört. Also das alles jetzt aus einer Laienperspektive. Ne? Also meine Perspektive ist die, dass eher die katholische Kirche damals, also die Kirche damals, sagen wir es einfach mal so, weil für mich gibt es halt nur die Kirche, war an den höheren Positionen total mit Machtbesessenen und Heuchlern besetzt und hat
überaus mäßig die Menschen ausgenommen, hat sehr viel unmoralische Dinge passiert, weil sie so viel Macht bekommen, weil Menschen nicht viel Macht Menschen schaffen, dass sie nicht mit zu viel Macht umgehen können. Und deswegen ist sie korrupt geworden. Und das hat im Endeffekt immer wieder zu Bewegungen geführt, die immer wieder gegen die katholische Kirche protestiert haben, die da vorgegangen sind. Und irgendwann ist das halt explodiert und übergelaufen. Und das Problem war, dass die katholische Kirche, das Papsttum, was auch immer, nicht das gelebt hat, was es gepredigt hat im Endeffekt. So. Und das ist die Bewegung, die daraus entstanden ist. So, also das wäre die katholische Kirche immer sehr moralisch geblieben, hätte sie gute Früchte hervorgebracht, dann hätte es auch gar keine Reformation gebraucht. So, dann hätte es erst dazu nie gekommen. Das ist so meine Perspektive. Ja, es war nicht irgendein böser einzelner Priester. Aber es ist ja auch irgendwie so. Ja, aber es ist doch, also ein bisschen muss es so aussehen, dass die katholische Kirche damals irgendwas falsch gemacht haben muss, weil sonst hätte es doch gar nicht dazu kommen können, dass innerhalb der Kirche so ein Aufruhr passiert. Also irgendwo muss ja. Ja, zum Beispiel, dass sie Luther nicht so direkt in die Schranken gewiesen hat. Das könnte ein Punkt gewesen sein. Aber ne, natürlich okay. Auch die Korruptheit, dass ein Luther überhaupt erst kommen kann und so weiter. Also du gibst schon zu, dass es zu der Zeit von Luther sehr viel Korruption in der Kirche gab. Und sicherlich. Es gab immer schlechte und gute Phasen. Aber es hat ja auch lange Zeit gut funktioniert. Und dann irgendwann mal ist es dann halt auseinandergebrochen, besonders halt dann mit der Reformation. Es gab auch andere Faktoren. Die Türken haben Europa angegriffen, die Welt wurde entdeckt, auf einmal musste man überall missionieren. Dies und das, es gab viele Angriffe natürlich. Ja. Aber mein Punkt war, stimme ich dir auch in gewissem Maße zu, ne? Ja. Also, dass es auch gute Phasen gab. Ja. Mein Punkt war halt, dass ein protestantischer Staat keinen Mechanismus hat, um eine Aufweichung der entgegenzuwirken. Und dass die logische Folge eigentlich ist, wo wir heute sind, ist die logische Folge der Reformation. Ja, also ich sehe das nicht so, der Staat hat da gar nicht die Aufgabe, irgendwie Aufweichung zu verhindern, sondern es ist die Aufgabe der Theologen, der Christen, der Kirche. Und solange wir uns auf die Bibel, auf Jesus beziehen, wird es immer eine Kirche geben, die diese Wahrheiten hochhält. Die Wahrheit auch in dem Sinne nicht verteidigt werden, sie muss nur genannt werden. Und die Wahrheit ist halt stärker als Lüge. Deswegen. Ich würde sagen, das ist ein Zusammenspiel. Zusammenspiel. Der Staat sagt halt, okay, wir wollen Abtreibung verbieten, weil es Mord ist. Aber die Kirche muss dann kommen und sagen, ab wann ist es denn Mord? Und wenn die Kirche wegfällt, dann kommt da der Liberalinski und sagt, ja, 3 Wochen geht halt noch. Und so weicht sich das auf. Ja, ist jetzt schwierig, weil es ja auch, also klar, das ist einfach eine Sehnsucht nach Eindeutigkeit, so, ne, dass Dinge sehr eindeutig sein müssen und immer klar sein müssen. Ich kann das Bedürfnis verstehen, aber man kann diese Dinge ja ausdiskutieren. Und so ist halt meine Epistemologie. Ne? Schau, es ist nicht unbedingt die Eindeutigkeit, es ist die Autorität. Deswegen meine ich ja, die Autorität ist wichtig, damit sie bestimmte Sachen definieren kann. Natürlich ist dann immer noch eine Uneindeutigkeit. Aber wenn die Autorität schon wegfällt, dann kann man dagegen ja nicht vorgehen. Also dann naja, die Autorität des Marktes gegeben und dann verwässert alles. Während die Autorität der Kirche das quasi noch zusammenhalten kann. Ja, also wie gesagt, also gerade beim Thema Abtreibung bringe ich das Beispiel immer wieder, aber gerade da finde ich, ist es ja eigentlich relativ eindeutig, selbst aus einer säkulären Sicht. Man muss halt völlig verrückte Positionen vertreten, die keiner wirklich vertritt. Und das ist ja der aktuelle Stand. Die sind einfach komplett irrational. Also ist es komplett uninteger, komplett inkonsequent, diese Position, die dort vertreten wird. Also selbst aus einer säkulären Sicht ist es totaler Schwachsinn. Also deswegen finde ich das ein sehr schlechtes Beispiel, weil da kann man es ja sehr klar zeigen, dass es falsch ist, weil man bestimmte andere Positionen hält, die man für falsch hält. Und dann ist die logische Konsequenz, dass das auch falsch sein muss. Ja, aber schau, jetzt haben wir halt eine säkulare Welt mit einer Demokratie, mit Trennung von Staat und Kirche und so weiter. Hätten wir quasi noch einen katholischen Monarch, der könnte dann sagen, ist mir egal, was ihr Verrückten denkt, ich sage jetzt Abtreibung ist verboten, Punkt. So. Das meine ich mit diesem Zwang, dass man manchmal ein bisschen autoritärer sein muss für das gute Ergebnis, dass eben 100.000 Menschen im Jahr gerettet werden sollen. Die Frage ist, ob das wirklich passiert oder ob dann einfach nur der König gestürzt wird. So, ne? Oder wenn wirklich die Leute so dagegen sind und das so anders sehen als der Moral. Ja, das
Das ist die Frage eben der Weisheit, die ich meinte. Wenn man es natürlich übertreibt, wenn die Gesellschaft schon so verkommen ist, gut, dann kann das auch nicht mehr helfen. Aber bis das zu dem Level ist, will ich halt eine starke Hand, die das noch zurückhält. Ja? Ja, aber an dem Punkt, aber das Ding ist halt, an dem Punkt sind wir uns ja komplett einig. Also da kommen wir ja immer wieder zurück. Aber ich würde das ja ganz genauso machen. Also wenn ich jetzt Bundeskanzler wäre, oder Bundeskanzler reicht ja nicht, aber ich setze jetzt mit meiner Partei die Mehrheit, würde ich das als illegal erklären. Ich würde das bestrafen. So, und ohne Frage, ist mir da noch egal, was jetzt die Mehrheit der Bevölkerung ist. Wenn ich gewählt wurde oder ich irgendwie in diese Macht gekommen bin, würde ich natürlich Mord versuchen zu verhindern. Und da das für mich ein Fall von Mord ist, würde ich das versuchen durchzusetzen. Also da sind wir ja genau eins. Also deswegen ist okay. Es interessant, dass du immer wieder dieses Beispiel bringst. Aber da würden wir ja nicht Dinge groß anders machen in dem Bereich. Ja. Also wie gesagt, ich persönlich fände sogar, wenn ich das ganz frei entscheiden würde, ich fände sogar die Todesstrafe für Ärzte, die, sagen wir mal, Hunderte von Kindern umgebracht haben, komplett legitim. Also keine Schwierigkeit, das durchzusetzen. Ne? Auch wenn es mir leid tut. Ich finde, jeder auch das Töten durch Staat, das sollte einem immer leid tun, wenn es passieren muss. Aber ich würde es als eine Notwendigkeit ansehen, dass das passieren muss, um Gerechtigkeit zu erzeugen. Und auch um den Leuten mal vorzuführen, wie schlimm das eigentlich ist, was dort passiert ist. So, und damit auch wirklich, weil das ist ja auch ein Sinn von einer Strafe, dass man der Öffentlichkeit zeigt, das war was wirklich Schreckliches. Da muss jetzt auch eine starke Antwort drauf kommen. Das, was ich vorhin meinte eben, Erziehungscharakter. Ja, also wie gesagt, bei diesem Punkt sind wir uns da sehr einig. Deswegen ist es da schwierig, das immer wieder als Diskussionspunkt zu nehmen, weil da sehen wir es gleich. Komisch, dass du jetzt dasselbe Argument gebracht hast, dass das eben auch den Leuten vorführt, wie schlimm das ist. Vorhin war das, hast du noch gesagt, quasi die Kultur macht das. Nein, also vielleicht vorführen, also wenn ich das gesagt habe, ist das vielleicht gar nicht der richtige Ausdruck. Also es soll einfach ein Ausdruck dessen sein, dass es schlimm war. Also wenn genau. Ein Staat die Position vertritt, irgendwas ist Mord, aber wir sagen, ja gut, du zahlst 100 Euro dafür, dann werden wir damit ja ausdrücken, Mord, es war zwar Mord, aber es ist ja nicht sonderlich schlimm. Das ist ein Mord, aber da gibt es ja indirekt zu, dass der Staat durchaus Einfluss nehmen kann auf die Kultur. Ja, in gewissem Maße kann der Staat natürlich Einfluss auf die Kultur nehmen. Das sehe ich schon so. Aber ich bin eher so der Ansicht, dass Kultur mehr Einfluss darauf hat, wie der Staat sich entwickelt und was für einen Staat wir haben, als dass der Staat beeinflusst, wie stark die Kultur ist. Beziehungsweise ich möchte nicht, dass der Staat so sehr die Kultur beeinflusst. Ich möchte den Staat da eher raus haben und dass die Kirche prägt, die Kultur prägt. Ich würde sagen, dass die Kirche durch den Staat als verlängerter Arm die Kultur prägt. Ja, das ist ja wahrscheinlich der Unterschied. Aber ich glaube, wir fangen uns an zu drehen. Also ich glaube, es ist eigentlich gut, jetzt zum Ende zu kommen, oder? Hast du noch einen Punkt? Weil langsam wird deine Verbindung auch wieder schlechter. Okay. Konnte man mich denn noch verstehen? Ja, durchaus. Also ich denke, das einmal ein bisschen gehackt, aber sonst konnte man eigentlich immer deine Aussagen verstehen. Jetzt hätte ich auch was gesagt. Ja, ich gucke gerade noch mal ein bisschen auf meine Notizen, einen Moment, und es gibt zwar ein paar Sachen, die ich nicht angesprochen habe, aber da würde man jetzt noch mal komplett neue Themengebiete aufmachen, die auch ein bisschen mehr am Rand waren. Also ich glaube, ich habe meine Position eigentlich gesagt, bin auch eigentlich recht zufrieden damit, wie ich sie verteidigt habe. Ich glaube, es ist wirklich am Ende ein bisschen was katholisch-protestantisches, wie du es schon angesprochen hast. Wobei ich das Wort protestantisch nicht ganz so mag, ich mag lieber evangelisch, evangelikal. So bezeichne ich mich selber immer. Ich werde dann von Leuten wie du manchmal als Protestant bezeichnet, aber ich selber bin ich eher evangelisch. Weil das ist für mich das Entscheidende, das Evangelium, Jesus und so weiter und so fort und nicht der Protest gegen irgendwas. Und ich finde, ich habe meine Position da verteidigt. Ich glaube, es ist tatsächlich ein bisschen wirklich so dieser epistemische Unterschied auf der einen Seite, aber ich glaube auch ein bisschen pragmatischer Unterschied, der sich so ein bisschen rauskristallisiert hat, dass ich glaube, dass manche Dinge nicht funktionieren. Also das ist einfach am Ende dazu führt, dass es entweder die Regierung gestürzt wird oder dass die Leute sich nicht dran halten oder dass sie es halt nicht mit Herzen mehr tun, dass es eine Antireaktion in der Bevölkerung gibt und dass wir Heuchler haben und all solche Dinge. Und dann natürlich der Punkt, dass ich denke, dass manche Dinge nicht ganz so eindeutig sind und dass man da ein bisschen Freiheit lassen muss bei Dingen, die nicht ganz eindeutig sind. Da muss einfach das Gewissen
des Einzelnen, des Individuums entscheiden, was ist richtig, was ist falsch und nicht die staatliche Hand. Ich glaube, das waren so ein bisschen die Punkte, die ich so rausgenommen habe. Was denkst du? Genau, ja. Also ich habe mehr Optimismus quasi, was möglich ist. Da hast du recht. Ich würde nicht sagen, dass wir epistemische Unterschiede haben, sondern theologische. Also auf dem epistemischen Level sind wir beide so, dass wir da eher sagen, wir können Sachen nicht mit letzter Sicherheit wissen. Ich sage halt, ich bin für dich das, was du für einen atheistischen Libertären vielleicht wärst. So. Ja, also das ist, es gibt schon einen epistemischen Unterschied. Der epistemische Unterschied ist der, du sagst, du hast noch, wenn irgendwo Unsicherheit ist, hast du jetzt noch eine weitere epistemische Quelle. Und das sind eben Konzile, das ist Lehre von der katholischen Kirche aus direkt, die dann einfach sagt, so ist es. Und dann gibt es auch nicht mehr groß was zu diskutieren. Und das ist so ein bisschen der epistemische Unterschied. Also da hast du einen Weg, wie du zur Wahrheit gelangen kannst, in deiner Perspektive, die ich nicht habe. Ich kann nicht einfach sagen, na gut, dann rufe ich meinen Pastor an und der sagt mir dann, wie es ist. Jetzt ganz platt gesagt. So, ja, ne? Epistemologisch meinte ich jetzt so wirklich das skeptizistische Hinterfragen bis zum Ende. Also deswegen nenne ich es ja gerne auch Sola Revelatio, genau. Ja. Weil ich ja die Bibel ausweite auf eben Lehramt und Tradition und so. Genau. Also ich verstehe schon, was du meinst. Also in diesem skeptischen Sinne, aber das sind wir da eins, aber das andere ist ja auch eine Frage der Epistemologie. Und zwar die Frage, also Epistemologie ist ja die Frage nach, wie kann ich Dinge wissen oder wie kann ich Wahrheit erlangen? Und du hast natürlich da bestimmte Werkzeuge als Katholik, die ein evangelischer Gläubiger nicht hat. Der kann nicht sagen, ich rufe jetzt einfach mal den Leiter meines Bundes an und der soll dann einfach mal jetzt entscheiden, was richtig oder falsch ist. Das ist in meinen Augen aber nicht schlimm, zum einen. So, ich glaube, das ist einfach, wie die Realität ist und es ist auch nicht unbedingt notwendig. So, ich glaube, es reicht, das, was wir von Gott bekommen haben, reicht aus für die wichtigsten Sachen. Und manche Dinge müssen wir halt ausdiskutieren und manche Dinge muss man vielleicht auch ausprobieren. Die einen sagen, ich glaube, das ist richtig und leben so und die anderen sagen, nee, ich glaube, das ist richtig und leben so und time will tell, sozusagen, so ein bisschen wieder dann Marktdenken an der Stelle. Das ist, glaube ich, so ein bisschen der Unterschied an der Stelle. Gut. Dann, wenn du sonst nichts mehr hast, ich habe jetzt auch keine Punkte mehr, dann können wir das jetzt beenden. Es ist ja fast 2 Stunden. Das ist eigentlich eine gute Zeit für so eine tiefergehende Diskussion. Ja, denke ich auch. Also ich wollte nicht über die 2-Stunden-Marke gehen, das war mir wichtig. Dann guckt jetzt nicht gar keiner mehr, wenn eine 2 vorne steht. Ein paar. Gut. Ja, super. Dann danke dir für das Gespräch. Und, danke auch. Hat Spaß gemacht. Können wir ja gucken, was wir als nächstes durchdiskutieren. Ja, gerne. Gut, liebe Leute, abonniert unsere Kanäle. Ne? Schaut auch beim jeweilig anderen vorbei. Links sind in der Videobeschreibung. Und dann wünschen wir euch Gottes Segen.